Ich muss noch kurz die Einstellungen anpassen und dann bin ich auf jeden Fall dann gleich wieder für euch da. Mit Ton, dann können wir das anschauen, weil ich bin ja noch nicht im Spiel drin, also auch nicht mal online drin, Leute. Denn ich hatte da so meine Problemchen. Ich bin gestern Abend aus dem Spiel komplett rausgeflogen bei Dirk Ruf 2. Und eigentlich, gerade eben, eigentlich auch über Freunde, was ich nicht nachvollziehen kann. Also ich konnte es absolut nicht verstehen, warum ich da gerade rausgeflogen bin. Konnte ich jetzt nicht nachvollziehen, ne? Muss ich ehrlich sagen. Ich konnte es nicht verstehen, warum ich da rausgeflogen bin. Warum auch immer. Ich finde es einfach sehr schade, Leute, dass so ein Stream so beendet werden muss. Hab mich so ein bisschen doch rumgeärgert darüber, ne? Ich glaube, es ist nachvollziehbar, ne? Wenn man dann irgendwo im Stream drin ist und du fliegst einfach raus, bitte nicht Überschrift wegen der Überschrift wundern halt. Ich kann die Überschrift gerade nicht so wirklich anpassend machen. Dafür bitte Entschuldigung, Leute. Die passe ich gleich an, auf jeden Fall. So, was mir gerade eingefallen ist, ich kann um 17 Uhr, 18 Uhr gar nicht starten. Also ich muss vorher schon starten, weil ich heute Abend eine Videokonferenz wieder habe und die dann für mich wichtiger ist gerade. Und deswegen muss ich dann dementsprechend früher starten heute mal. Ich hoffe, David, du bist bereit gleich, wenn ich Party-Einladung mache. Ich glaube, der Erik möchte auch mal mitzocken. Könnte man alles machen, Leute. Aber bitte dann erst in ein paar Minuten auf jeden Fall. Dann ist es machbar. So, ich verändere mal eben meine Überschrift, Leute. Titel bitte GTA Online. GTA 5 Online auf jeden Fall. GTA 5 Online muss das Ganze heißen, ne? GTA Online ist es hier halt. GTA Online 2013. Okay, nochmal GTA Online 2013. Das passt schon irgendwie, Freunde. Würde ich sagen. So, ja, ich will hier abspeichern, bitte. Dankeschön, Leute. So, jetzt gehen wir mal in die Online rein. In die Online-Welt, Freunde. Ich habe da so einen Überblick. Hier habe ich 16 Millionen, Leute, ey. Bammer, 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 bammer. Doch gutes Geld eingenommen, Leute, hier schon. Und wir gehen jetzt hier bei Crew-Sitzung rein. Oder bei geschlossen oder bei Freunde. Komm, wir gehen mal bei geschlossene Freundesitzung rein, Leute. Also, ihr könnt hier mich adden, reinkommen. Die auf meine Freundesliste stehen, können rein, muss ich sagen. David, weil du das bist, du darfst gerne in den Livestream reinkommen. Ah ja, guck mal, was mir gerade so einfällt. Ne? Ich habe ja jetzt die Kontrollbild gar nicht auf an. Ich habe jetzt hier einen vollen großen Monitor an, jetzt gerade. Ja, wir gehen auf jeden Fall jetzt mal in Online erstmal rein, schauen, ob wir ja, die eigentliche Dings auch schon starten können. Ich gucke mal, ob David schon online ist und auch der Erik, da schaue ich jetzt einfach mal. Also nicht wundern, Leute, ich versuche jetzt mal eben David und Erik hier reinzuholen. Wenn das klappt. Ich habe allerdings keine Ahnung, ob es funktioniert, Leute. So, ich gucke mal jetzt mal eben ganz schnell, ob die beiden online sind. Vielleicht sind sie da und können auch reinkommen, Leute. Das ist so die Frage gerade. Ich starte mal die Party mit den beiden. Also sehr schön, Leute, dass ihr dann mit dabei sein wollt. Ich hoffe, das passt auch alles, ne? Noch Spieler hinzufügen. Ich glaube, den ersten habe ich jetzt dazu geholt. Der David, der ist ungefähr, wo ist er? Ich habe ihn gerade noch gesehen hier. In meiner Liste sogar. Wo ist er? Wo steht er? Wo fällt er, Leute? Das ist eine gute Frage halt, ne? Wo ist denn der David jetzt hin? Da ist er doch. Der ist noch nicht, ja, bei mir ist offline. So, beide sind auf jeden Fall in die Party eingeladen, Leute. Ja, jetzt sind wir schon wieder. Wir spawnen direkt auf dem U-Boot, Leute. Also das letzte, was ich gekauft habe, ist mal das U-Boot. Und da spawnt er jetzt auch direkt rein, ne? Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Ja. Na komm, gehen wir hier bitte. Danke. Guck mal, was ich alles hier habe. Ich habe hier zu trinken auf dem Tisch. Da wollte ich rein, bitte. Ich habe hier zu trinken auf dem Tisch. Ich habe hier. Ne, Bier mag ich nicht so, Leute. Hier ist Senf auf dem Tisch, hier ist Ketchup auf dem Tisch, hier sind schon Teller mit Snacks drauf für euch. Brot liegt hier auch auf dem Tisch, Leute. Eine Kaffeetasse liegt hier drauf hier. Oh, neue Mission hier. In and out. In and out, okay. Oh, guck mal, hier haben wir sogar Konservendosen hier stehen. Wir haben alles konservierte Essen hier. Was ist das denn für Essen hier? Also wer das weiß, was das hier für Essen soll, darf mir gerne Kommentare schreiben. Das hier unten dieses Chicken, ne? Sieht aus wie so, ja, Wasser mit, ja, wo man einfach heißes Wasser reinkippt.
dann glaube ich ein paar Minuten wartet und dann das Essen ist dann fertig, Leute. Okay, Spülmaschinen Zeug hier, also, oder was soll das sein hier? Ja, oder Desinfektionsmittel hier. Ja, ist egal, ne? Mikrowellen, gleich 4 Stück, Leute. 4 Mikrowellen auf dem U-Boot, okay. Ja. Und die Auslage ist hier leer, ne? Also die Auslage ist leer, Leute. Was haben wir hier alles hier noch stehen? Na, guck mal. Ach, das ist Cola und... Naja. Ihr wisst, was ich meine, ne? Teller in der Suppenkelle. Hier ist ein Kaffeeautomat. Also Kombüse ist schön, ne? Kombüse ist echt schön hier. Aufgebaut hier, muss ich sagen. Also da ist schon mal richtig drin, ne? So, Motorraum, also Maschinenraum ist hier. Na, Waffenwerkstatt haben wir jetzt nicht, oder? Aber scheine ich auch zu haben, die Waffenwerkstatt hier. Kamera, aber Kameraüberwachung, okay. Maschinenraum haben wir anscheinend wohl. Ich habe, also, ach, guck mal hier, das habe ich nie bekommen. Das sind für eine Waffe gewesen, Leute, hier. Ach so, ich habe keine. Kann ich gerade nicht nachgucken, okay. Torpedoraum, Leute. Diese Torpedos hier sehen auf jeden Fall sehr interessant auf jeden Fall aus. Ne? Sind lang, die Dinger. Ich habe irgendwie kleine Erinnerungen gehabt, ne? Aber hier sind die ekelhaft lang aus. Okay. Auf jeden Fall sehr interessant, Leute. Mein Waffenraum hier, also Waffenfabrik haben wir auch hier drin. Aber wir wollen hoch, ne? Wir wollen, glaube ich, hochgehen. Wer durchgekommen, Büse, Leute. Ah, yeah, yes. Radio mit schöner Musik im Hintergrund hier. Können wir uns auch mal gerne antun, ne? Es ist ja mal schön, so Radio hören. Hä? Eigentlich wollte ich jetzt, ach so, hier geht's hören, ne? Ich mach mal so, jetzt komme ich hier mit der Steuerung völlig durcheinander, Leute. Hier geht's auf jeden Fall zur Kommandobrücke hier. So, jetzt sind wir auf der Kommandobrücke drauf. Die Frage ist, wann kommen die beiden jetzt, ne? Wann kommen die beiden rein? Das ist jetzt die gute Frage halt. So, ich hoffe, der Livestream, der hält heute länger, ne? Sonst wäre es echt schade, muss ich sagen. Ach ja, ich muss mir das hier Ohr registrieren. Vergesse ich immer wieder, Leute, dass man das machen muss, ne? Ja, manchmal bin ich halt so, ich vergesse es auch gerne mal, ne? Es ist leider so. Ja, öffentlich ist das Stream auch, sehr schön. So. Und Sie hätten bitte, seien Sie ruhig, ja? Sie klingen irgendwie ganz komisch heute, als wären Sie krank. Haben Sie vielleicht Corona? Und überhaupt, warum tragen Sie bitte keine Mundschutzmaske hier an Bord, bitte? Nein, nein, nein. Gehen Sie bitte weg hier. Sie haben absichert Abstand. 3 Meter einzuhalten bei mir, ja? Also bei mir sind es 3 Meter. Im echten Leben sind es 1,50 Meter. Ich hätte gerne bitte 3 Meter Abstand, ja? Also wir haben jetzt hier die Insel zum Teil nur erkundet. Zusätzliche Beute haben wir 1,7 Millionen, liebe Freunde. Unterlagen über Matsro 1,1 Millionen, Leute. Zusätzliche Beute haben wir 1,7,4 Millionen. Ja, ist halt jetzt nicht wirklich viel, ne? Wir müssten theoretisch jetzt nochmal hier hinfahren. Und dann tatsächlich nochmal Bilder machen. Da bleibt uns eigentlich überhaupt keine Wahl. Ja, das sind die Sachen, die wir schon fotografiert haben, Leute. Hier, das W ist halt noch nicht fotografiert worden. Wir müssen schauen, wir müssen alles Wichtige hier wirklich fotografieren jetzt hier. Spannung ist auf jeden Fall ausgerüstet. Equipment, wo müssen wir da hin? Waffenarsenal, Sabotage 0 von 3. Ja, was sollen wir machen, Leute? Was sollen wir jetzt hier machen? Das ist jetzt eine gute Frage, ne? We will need equipment for getting into the basement and cracking the safe where the documents are kept. And of course, weapons as plan B or maybe plan A up to you. Waffenarsenal, Sabotage, müssen wir schauen, Leute, mal. Aber erstmal verlassen wir das Ganze erstmal. Es geht's gerade nicht hier. Also irgendwie das Gefühl, das ist gleich verbuggt hier, ne? Ach, jetzt geht's raus, okay. Also ich will noch ein bisschen warten, bis einer von den beiden dazustößt, Leute. Wir können aber gleich eventuell mal die Welt erkunden, oder? Was meint ihr dazu? Also wird es wahrscheinlich schwieriger werden, wenn die beiden noch nicht da sind. Also ich müsste dann ein bisschen warten. Ansonsten müssen wir gleich nochmal zurückgehen. Wird aber dann schwieriger werden, Freunde, würde ich jetzt sagen. Einfach mal, ne?
Und ich weiß jetzt nicht, was da genau ansteht. Komm, wir starten einfach mal und dann stellen wir einen Heli rein, weil die könnten ja nicht zukommen dann. Oder wir verlassen einfach kurz die Insel dann, ne? Es geht natürlich auch, Leute. Wenn wir das so machen würden. Informationen sammeln, ja, das machen wir mal. Zusätzliche Beute. Informationen sammeln. Das ist ganz wichtig, Leute, dass wir das machen können. Ich glaube, hier haben wir alles. Vier von acht haben wir schon. Da fehlen also hier Punkte noch. Hier fehlen uns noch, hier haben wir fünf von sechs Leute Zugangspunkt zum Anwesen. Da fehlt uns noch tatsächlich ein Punkt. Den haben wir noch nicht. Mal schauen, Leute. Wir gehen einfach mal gucken, Leute. Ne? Wir schauen mal, ob wir so starten. Wir starten hier einfach mal. Wir können die immer wieder verlassen, Leute. Wir können dann direkt dann zur Bucht zurück und dann können wir zurückfliegen, Leute. Das funktioniert ganz gut sogar. Eigentlich, ne? Dass wir jetzt mal einen Start bekommen, Leute. Dann ist das ganz schwierig, Leute, wenn wir jetzt hier warten und warten. Und dann, ich weiß nicht, wann die genau kommen wollen. Würde ich sagen, machen wir den Start jetzt schon mal, sonst ist es auch nicht gut. Ja, falsch Richtung gelaufen, ist klar. Ich und meine Orientierung auf meinem neuen U-Boot, ne? Ah, es kommt davon, wenn man lange nicht zockt, Leute. Wenn man jetzt zum Heli erstmal hin, ne? Also ich habe auch das U-Boot mir gekauft, Leute. Ich habe das komplette Ausstattung mir gekauft jetzt hier. Ich brauche es auch nicht, Leute, muss ich sagen. Sondern es war okay so für mich. Also für mich war es völlig in Ordnung. Wir spawnen immer woanders mit dem U-Boot hin jetzt hier. Was auch völlig in Ordnung ist eigentlich. Im Großen und Ganzen, ne, muss ich sagen, es ist völlig in Ordnung. Wo wir hin spawnen. Begebe ich zum VIP? Ja, wir begeben uns mal zum VIP, Leute, ne? So, ich hoffe, ich bin zu hören, Leute. Ja, wie gesagt, ich starte früher als eigentlich geplant, weil ich ja noch die Videokonferenz habe. Ich gar nicht dran gedacht heute Abend. Und die mir dann doch sehr wichtig ist. Und deswegen will ich da auf jeden Fall dabei sein, Leute. So. Da ist auch ein Heli, ne? So ein Kampfheli sogar. Wow, nice. Ah, den muss man, der ist schwieriger zu lenken hier sogar, finde ich. Sogar hier, der Heli hier. Ah, doch, gut eingeladen, gut eingeparkt war, würde ich sagen. Ich würde sagen, sehr gut eingeparkt. So, hier sind wir so auf jeden Fall safe hier hinter. Hier können wir hochgehen. Und dann gehen wir gleich auf jeden Fall, wir fliegen gleich zur Insel, Leute. Freut euch drauf? Freut ihr euch drauf? Ich, ja, ich freue mich drauf, Leute. Ich habe die Insel ja schon mal gesehen und ihr wahrscheinlich auch irgendwo im Livestream oder irgendwo als Video vielleicht auch schon hochgeladen bei YouTube. Oder habt selber schon die Insel betreten? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr interessant, Leute, die Insel, muss ich jetzt so sagen, wie es ist. Ne, ist halt so. Ich habe auch das Gefühl gehabt, heute hat einer auf meinen Rechner zugreifen wollen sogar, tatsächlicherweise. Aber ohne Erfolg, ne? Ganz gut so. Was mich halt geärgert hat, dass ich gestern aus der Crews vorausgeflogen bin, ja, und dann sehe ich halt für mich als Zeichen so, Leute, es sollte halt nicht sein. Und dann, wenn ich ein Rennen fahre und dann auch gerade nach 14 Minuten, Leute, ein Rennen dann wieder rausfliege, macht das keinen Spaß, wenn du dann ohne Beute dann da abhaust und ohne Belohnung abhaust. Und du machst das dann nochmal und du fliegst dann wieder raus, ist das dann sehr schade eigentlich, dann wäre die Zeit auch wieder leer investiert. Da sagt mir nicht böse, dann musst du lieber abbrechen, das macht dann keinen Sinn, Leute. Das macht dann null Sinn, weil ich ja nichts rausholen kann dann und das macht dann auch keinen Spaß, Leute. Der Felix hat mir auch schon so die Meldung gegeben, dass ich hier am besten nicht von der Seite gehen sollte. Da habe ich angeblich auch so recht, Leute, das darf man, sollte man nicht machen. Ja, jetzt komme ich hier irgendwie jetzt hier nicht weiter, weil die Bäume irgendwie aus Stahl sind anscheinend wohl, ne? Die Bäume sind anscheinend wohl aus Stahl, manche hier. Da kommst du nicht so einfach dran vorbeigelaufen. Ja, super, ne? Denke ich mir jetzt einfach mal so, ne? Die unterhalten sich da vorne zwei und der Zugang ist hier frei, ne? Danke. Würde ja sonst auch keinen Sinn machen, wenn der da stehen bleiben würde, ne? Ist das Ganze nebenbei mal gesagt, ne? Macht das dann keinen Sinn, Leute? Ich muss mal gucken, was da jetzt noch alles so in Meldungen gibt. Wäre auf jeden Fall mal interessant zu wissen und zu sehen auch. Mal schauen, wo wir jetzt hinkommen. You're out, yes. Good times. But for you, party is over.
So, wir gucken erstmal den oberen Teil der Insel ab, Leute. Ich glaube, das ist dann, macht mehr Sinn sogar. So, ich fahre erstmal hier, versuche mal die Insel abzusuchen, Leute. Wir müssen mal gucken, wo wir da am besten langfahren können jetzt hier. Ne? Das ist jetzt die große Frage gerade. Ja, ich muss mal gucken, wo noch was ist jetzt, was wir noch nicht haben. Ah, da hinten sehe ich keine Wachleute da hinten. Ich war mal so, jetzt immer so lang. Da hinten sehe ich keine Wachpersonal rumlaufen. Ach doch, da ist eine Kamera allerdings. Ach, da oben ist ein Wachturm. Eieiei, Leute, fast wäre ich ja zum Wachturm gefahren. Da kommt ein Auto, weg, kommt ein Auto. Oh, Alter, die sind eh blind, so, ne? So, danke für den Daumen nach oben auf jeden Fall. Dankeschön dafür mal. Oh, da sind doch Leute. Wo steht der denn? Ja, genau vor mir, ne? So, dann fahren wir mal rüber, Leute. Gucken wir da oben hin, ob da oben was ist für uns. Wir müssen jetzt so ein bisschen aufpassen, mehr oder weniger. David oder Erik, wenn ihr da seid, bitte eben kurz mir bitte Bescheid geben, damit ich das einplanen kann. Ach, der kommt gar nicht bis zum Häuschen, ne? Ach, der ist auf dem Wachturm drauf, Leute. Ach du meine Güte, Leute. Okay, müssen wir mal, kann man hier reingucken? Ne. Hier kann man nicht reingucken. Schade, Leute. Das war jetzt, wäre zu schön gewesen, dass man irgendwas drin sehen hätte können. Aber schade, okay. Wollen wir fahren oder laufen, Leute? Ich habe keine Ahnung. Also hier sehe ich jetzt so nichts, Leute. Wir können mal hier rüberfahren. Ja, fahren genau an der Grenze vorbei, Leute, hier. Ne? Ich hoffe, hier hinten ist keiner. Weil wir müssen auf jeden Fall hinter der Kamera. Hey, guck mal. Vorher war die Kamera und hier sehe ich kein Wachpersonal hier, komischerweise. Also eigentlich müsste man hier aus dem Wachdienst vorbeifahren von denen, ne? Weil die Stelle ist ja völlig unbewacht hier. Nur eine Kamera auf dem Weg ist ja jetzt, weiß nicht, eine super schnelle Lösung, ne? Haben wir hier irgendwie was hier? Eine Kiste? Da ist eine Schere wahrscheinlich auch. Ja, ich weiß. Ich brauche doch nur die Kamera, Leute. Mein Handy also. Na, können wir nichts mehr anfangen, Leute. Okay, mit mir können wir nichts mehr anfangen. Schade. Okay. Also es ist nur das Boot hier und so eine komische Hütte hier, Leute. Aber mit der können wir hier nichts anfangen. Schade. Also nur keine Hütte hier so. Okay. Hier kommen wir aber nicht rein, ne? Haben wir irgendwas drin jetzt hier? Ne, sieht eigentlich leer aus, ne? Ja, ist leer, Leute. Schade. Wir können weiter laufen über die Insel. Also was meint ihr? Laufen oder eher spähen die Insel weiter aus? Ja, wir schauen erstmal so immer hier rum. Leute, wir können jetzt laufen. Ich weiß nicht. Wir können laufen, wir können auch mitfahren, ne? Das könnt ihr mitentscheiden, wenn ihr wollt, ne? Dürft ihr in den Kommentaren aber reinschreiben, soll ich laufen oder eher fahren? Motorrad wäre mir jetzt irgendwo lieber, ne? Sag ich ganz ehrlich, Leute, das Motorrad wäre mir persönlich gerade auch lieber. Weil wir damit vielleicht ein bisschen mehr machen könnten sogar. So, wir nähern uns auf jeden Fall gleich mal den Flughafen. Ich werde jetzt hier keine Patrouille in den... Ja, guck mal, hier steht wieder ein Wagen hier vorne, ne? Unglaublich, Leute. Dass überall Fahrzeuge stehen, ist sagenhaft, ne? Sagenhaft, Leute. Ich weiß gar nicht, ist noch irgendwas, was man hier fotografieren müssen? Wenn ja, jemand das weiß, dann bitte einmal kurz in den Kommentaren reinschreiben. Denn ich will die eigentliche Mission erst dann starten, tatsächlich, wenn der Felix oder David noch dabei sind. Dann ist auf jeden Fall eine Wache dort hinten. Da könnte irgendwas sein für uns, was doch interessant wäre, Leute. Ich weiß es jetzt aktuell auch gerade gar nicht, ne? Ich habe nämlich keinen Plan davon. Können wir hier reingehen oder ist es nur einfach ein Tor, was jetzt so... Wir können hier rein, ne? Sehr schön. Ist hier was drin für uns hier vielleicht? Ja,
Leute, hier ist auch irgendwas, das fotografieren wir mal. Und gucken, was das ist, Leute. Hier, so, wir gucken mal. Ah, ein Pavel schicken. Ja, super, Leute. Wir haben wieder was gefunden, Leute. Für Pavel. Und da ist auch wieder was, hier, Freunde. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, da sind, glaube ich, Drogen gelagert. Gucken, ob die auch mal fotografieren können, Leute. Weil jetzt aktuell ist auch kein Wachpersonal gerade hier, ne? Das ist mal ein Vorteil, kann man in Ruhe fotografieren. Ja, will das Bild auch haben? Ja, will auch haben, Leute. Das ist sehr schön. Wir gucken mal jetzt hier so rein. Wir gucken mal überall rein am Flughafen, Leute. Hier irgendwas ist bestimmt hier. Kann man hier rein? Ah, ist wieder zu, Leute. Und guckt euch mal diese... Ja, Leute. Jetzt, was mir gerade so auffällt, wieder mal. Guckt euch mal die Dame jetzt an und guckt euch mal die Tür bitte an. Was fällt euch auf? Jetzt mal ganz ehrlich, bitte eure Meinung zu dieser Tür und zu der Frau jetzt hier. Die Frau ist ja eigentlich erwachsen von der Figur her, ne? Aber die Tür, ey, ich würde jetzt sagen, ich bin Teenie. Also ganz ehrlich, das Größenverhältnis, das ist jetzt, stimmt jetzt gerade überhaupt nicht, Leute. Also ganz ehrlich, guckt euch mal die Größe an jetzt hier. Also minimal, die Tür ist, finde ich, für meinen Geschmack. Ja, ich mache mal ein Foto, Leute, davon. Das Größenverhältnis passt einfach überhaupt nicht, Leute, das Größenverhältnis. Das passt nicht. Das muss man ganz ehrlich sagen. So, ich stelle da mal so nach vorne. Aber das ist jetzt absolut ein Feature, wo ich sage, Leute, das ist nicht passend. Von der Größe her, ne? Leute, hier passt es wieder. Das Größenverhältnis. Wir gehen mal zurück zur Tür. Vielleicht erzähle ich jetzt irgendeinen Fall gerade vom was völlig Falsches, ne? Aber Leute, guckt euch das doch mal an. Guckt euch das doch mal an hier. Das ist doch ein Witz. Leute, wenn ich vor der Tür stehe, ne? Mit meiner Größe, ich habe ja normal Standardgröße halt, ne? So vom Körper her. Aber wenn ich mir jetzt die Tür da angucke, Leute, da muss ich sagen, okay, ich bin da ein Teenie oder ich bin da 11, 12, keine Ahnung. Also vom Alter der Figur her, ne? Von der Körpergröße nur jetzt so hergesehen, ne? Finde ich, das ist halt so, Leute. Ja, macht mal Fehler entdeckt, Leute. Habt ihr den Fehler auch schon gefunden? Wenn ja oder nicht, dann schreibt es gerne in die Kommentare mal rein. Also mich würde es freuen, wenn ihr mal was reinschreiben würdet darüber. So. Da hinten ist die Wachpersonal, das ist das Wachpersonal, Leute. Das können wir leider nicht erledigen, Leute. Leider schade. Der Wachmann läuft gerade nach oben. Ich will gucken, was da oben noch ist, Leute. Deswegen gehen wir jetzt erstmal hier gucken. Hier ist auf jeden Fall unser Pilot nachher. Zum Piloten wollen wir noch nicht hingehen, Leute. Wir wollen erstmal hier hingucken, ob wir irgendwas auch finden, was hier noch an zusätzliche Gebäude ausspähen können. Hier kann man ja so drauf. Hier ist ja nur eine Wache, Leute. Nur ein Wachpersonal ist hier. Aua. Da ist gar nichts, Leute. Ja. Wir gucken gerade mal, in jede Ecke mal rein jetzt hier. Hier ist auch nichts, Leute. Hier ist nichts mehr hier in der Seite. Okay, müssen wir also von vorne rein. Also wir könnten hinten rum, Leute. Ich weiß nicht, ob da noch Gebäude sind. Oder ob wir jetzt tatsächlich am Weg ranken müssen, weil manche Gebüsche sind ja hier tatsächlich fast wie unpassierbar, ne? Ja. Da hat Rockstar Games was einfallen lassen. Also mit der Tür gerade eben, das ist ja schon ein Witz. Solche Fehler dürfen nicht sein eigentlich. Ach, hier ist gar nichts mehr. Hier sind nur Solarzellen, Leute. Der bewacht Solarzellen. Warum bewacht er das denn? Der bewacht Solarzellen, Freunde. Warum macht er das? Ja, also ich gehe jetzt mal hier hin. Also ich riskiere mal was, Leute. Nur für euch jetzt hier. Solarzellen. Also so hat die Insel ihren eigenen Strom. Ist unabhängig vom Festland. Das ist ja auch nicht verkehrt, ne? Dass man das ist, Grunde genommen, dass man unabhängig ist. Ja. Ich weiß gar nicht, kommt in die Party nicht mehr rein oder was ist los, Leute? So, hier oben ist auf jeden Fall nichts mehr, Leute, muss ich sagen. Ne? Hier ist gar nichts mehr. Wäre schön von David mal zu hören oder vom Erik auch, der gerne mitzocken wollen eigentlich. Nur es wäre dann schön, wenn ich von euch eine Nachricht bekomme, Leute. Ich habe gesagt 17 Uhr, nee, eigentlich 18 Uhr, aber ja, später geht es halt bei mir nicht mehr so ganz so toll. So, wir nehmen mal ganz kurz den Wagen, Leute, hier, den wir hier
Das ist ein anderer Wagen, ne? Ah, ne, ist ein anderer Wagen gewesen. Okay, nehmen wir den. So, fahren jetzt mal hoch, Leute. Fotografieren nochmal das andere Gebäude hier eventuell sogar. Hier könnte ich auch mal ein Foto von machen, würde ich sagen, sogar, wenn es klappt. Ich habe keine Ahnung, ob es hier auch zählt. Was haben wir hier für einen Kommandostand? Was ist denn hier? Ah, hier sind auch Waffen, Leute. Hier ist irgendwas mit einer Kiste hier. Komm, ich fotografiere das einfach mal. Falsch kann es also nicht sein, ne? Muss ich jetzt sagen. So, wir fotografieren es mal. Wir sind also immer noch in den Vorbereitungsmodus. Nee, das brauchen wir nicht. Das können wir löschen, wir das Bild hier. Das ist total unwichtig gerade. Ja, ich weiß jetzt nicht, wann die beiden kommen. Wir könnten ja gucken, dass wir eine Mission selber starten. Das wäre natürlich auch mal interessant, oder? Meint ihr, soll man nicht machen? Ist halt schwierig, ne, das so zu überlegen gerade, weil wenn man dazu unsicher ist, ist es auch blöd. Zoe, moin Juli. Herzlich willkommen in meinem Livestream zu GTA 5 Online zu 9 heißt. Ich bin noch gerade bei den Vorbereitungen dran, glaube ich, wie man sehen kann. Suche noch die Insel noch ab und warte noch auf zwei Mitspieler eventuell, die dann mit mir gleich die Heist machen wollen oder einen Teil davon noch machen wollen. Eigentlich der Start war 18 Uhr heute geplant, aber ich habe noch eine Videokonferenz heute. Deswegen früher heute am Start, wie eigentlich so geplant. Kann man das Werkzeug denn schon mal mitnehmen? Ne, kann ich natürlich nicht mitnehmen. Schade, schade. Ich war ja schon mal am Hafen hier, hab da nicht so viel bekommen leider. Ich guck mal von hier oben, vielleicht sehe ich von hier oben irgendwas Interessantes, Leute. Ach nein, wird er mich entdeckt? Ach ne, der hat mich entdeckt, ey, meine Fresse. Ne, den Jeep habe ich mir nicht gekauft, den habe ich mir dort einfach mal so genommen, weil er stand an der Straße. Deswegen habe ich mir den nicht kaufen brauchen. Und auf der Insel kann ich sowieso nicht mit gekauften Fahrzeugen fahren. Also von daher ist das halt so. Ja, der hat mich zum ersten Mal jetzt erwischt, Leute. Wenn du von einem Wachen erwischt wirst, wirst du deine Crew von der Insel geworfen. Okay. Also wenn du einen erwischt wirst, werden alle runtergeworfen von der Insel. Okay, Leute. Junge, der ist sehr blind, wa? Der war jetzt mächtig blind, Leute. Der war jetzt sowas von blind, ne? Dieser hier schon, scheint ja auch gerade ein Jeep, ne? Also bereit. Bin ich nicht hier gerade immer auch durchgefahren, Leute? Oder bin ich anders gefahren? Eieiei, Leute, das ist jetzt ein bisschen schwieriger gerade. Boah, ich weiß es nicht. Also kaufen, ich habe keine Ahnung, ob ich ihn kaufen soll oder nicht, weil... Ich habe mir das U-Boot schon einiges kosten lassen, ne, muss ich jetzt mal sagen. Ne? Also das U-Boot war jetzt nicht gerade sehr billig und von daher weiß ich es nicht, Leute. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin mir sehr unsicher, ob ich mir das U-Boot jetzt auch noch kaufen soll. Also das ist ja eigentlich das U-Boot. Ein Jeep auch noch kaufen soll. Ich brauche das eigentlich erstmal noch nicht. Also ich sehe in diesem Jeep jetzt noch keinen Vorteil drin. Ne? Ja, ich weiß es nicht. Also ganz ehrlich, keine Ahnung, ob ich mir kaufen soll oder nicht kaufen soll. Das weiß ich noch nicht, weil man kann ihn hier auf der Insel erstmal ausprobieren, ne? Also das geht ja auch. Ich muss mir nicht unbedingt kaufen, um den tatsächlich auszuprobieren, Leute. Man kann ihn ja einfach mal hier auf der Insel setzen. Ausprobieren, Leute, wie kann man damit fahren, ne? Ist selten was auch in diesem Turm. Das ist ja nur der Überwachungsturm, ne? Mehr dürfte ja nicht sein.
Ich glitche aber nicht. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich benutze keine Glitch. Ich benutze keine Glitch. Muss ich gar nicht unbedingt haben, weil ich mag das eigentlich nicht. Weil ich mag Spiele auf ehrliche Art und Weise spielen und keinen Glitch benutzen. Das ist so meine Einstellung halt. Das ist eine persönliche Sache halt, ne? Die einen glitchen sich da immer alles ganz zurecht. Ich mach's eigentlich nicht so, weil es ist nicht also meine Art. Und ich weiß nicht, was ich davon habe. Vorteil habe, keine Ahnung. Das ist so nicht meine Welt halt. Also ich zocke lieber und verdiene mir das Geld so eigentlich lieber selber, Leute. Irgendwie glitschen oder Fehler auszulösen im Spiel muss ich nicht haben. Da bin ich ganz ehrlich, Leute, sowas mache ich nicht. So, der Wachmann, der läuft hier runter gerade. Das heißt, ich muss ein bisschen aufpassen gerade, weil ich weiß, wo er langläuft jetzt hier. Danke schön, dass du das akzeptierst und auch gut findest, weil ja, ich hatte damals auch mit jemand anderem hier gezockt, war GTA 5 sehr viel sogar. Und wir haben, ich weiß gar nicht, ein paar Mal auch mal dieses Bockert-Problem gemacht, aber irgendwann wurde es mir langweilig, weil da ging es nachher um die Kohle. So schnell wie möglich Kohle machen und da ging es nur noch das Ziel, viel Geld machen, weil ein neues Update rauskam, da auch schon. Mit dem Casino halt, ne, und da ging es wirklich noch Kohle, 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 Kohle und dann irgendwann dadurch wurde für mich GTA 5 relativ langweilig und es hat mir auch keinen Spaß mehr gemacht und dann habe es dann tatsächlich wirklich an die Seite geschoben und habe es eine ganze Weile nicht mehr gezockt, weil es ging nur noch um schnelles Kohle, schnellen Erfolg haben, viele Auszeichnungen bekommen, so schnell wie möglich und so viel wie möglich und das ist halt irgendwo, wo, es halt, wo ich sage, das ist langweilig dann. Ich habe auch schon mittlerweile einen im Stream oder eine Party gehabt hier, den ich gezockt habe. Der hat schon alle Fahrzeuge im GTA 5, hat sich alles gekauft, was er sich kaufen kann, was er wirklich geil findet. Und seine Aussage war, jetzt wird das Spiel ihn langweilig, weil er schon alles hat. Der hat sich die Kohle auch zum Teil erglitscht, wie er sagte auch, ganz ehrlich. Das war seine ehrliche Aussage zu mir hin. Was ist das jetzt hier? Sieht aus wie, keine Ahnung, was soll das sein? Hä? Ich frage mich das, was das jetzt hier sein soll, Leute. Hier, was ist das? Ein Sender vielleicht? Sieht aus wie so ein Sender, wa? Also ich finde den Jeep eigentlich relativ, ja, der Jeep ist interessant. Aber jetzt kaufen würde ich mir nicht unbedingt wollen. Gucken, ob ich hier sehen kann. Ich hoffe nicht. Weil manche NPCs, die können ja so gefühlt durch die Wand gucken, ne? Ah, jetzt kann ich kein Handy hier benutzen. Ah, die Kamera nicht benutzen. Mann, Mann, Mann. Ja, schade ist es auf jeden Fall, ne? Ne, ich zocke auf den PlayStation 4. Also PC ist für mich eigentlich nur zum für Arbeiten da. Weil ich ja am PC Videosbearbeitung mache und ja, Fußballspielebearbeitung. Deswegen nutze ich dafür eher nur den PC. So, hoffentlich kann ich ja senden. Ne, auch nicht. Es ist nichts zum Senden, Leute. Schade. Ich dachte, das könnte man senden, ne? Mit den Koordinaten dabei. Aber irgendwie klappt das nicht. Ne, will er nicht nehmen. Okay. Will er nicht haben, das Foto? Dann brauchen wir es nicht speichern, Leute. Jetzt ist die Frage, wo ist noch was, Leute? Ich habe noch ein paar Sachen hier offen, aber ich weiß gar nicht, wo die sein sollen. Ja, gute Frage, ne? Ich darf mich auch nicht von der Wachen erwischen lassen hier, ne? Ich habe den anderen Eingang gebracht, da habe ich den Eingang gesucht, gehabt, nichts gefunden. Wahrscheinlich ist aber die Meerseite sogar, ne? Nochmal ein Eingang, den man fotografieren kann. Da müsste ich den gucken, wie ich da hinkomme, auf jeden Fall, um den das da noch zu fotografieren. So, ich müsste hier mal von vorne, aber hier ist eine Kamera, Leute, die mich erwischen kann, hier vorne an der Seite. Gar nicht gut und da rennt ja auch nicht so weit hier. Ah, Leute, bitte. So, hier ist auch irgendwas, oder? Ne, hier ist gar nichts, Leute. Hier ist auch noch was. Oh, Leute, hier muss ich ganz schnell jetzt sein, ne?
Hier ist auf jeden Fall Bargeld noch drin, Leute, im Gebäude hier. Oh, mir versteckt mal wieder. So, jetzt ist Bargeld drin. Sehr schön. Ne, wie gesagt, ich zocke wirklich nur PlayStation 4. Ach, Scheibenkleister. Da hat er mich schon wieder erwischt. Ach ja, Leute, heute lasse ich mich sehr oft erwischen, glaube ich. Ich glaube, dass man eine Unkonzentration hat. Jetzt kommen wir mit zwei und schieben mich an die Seite. Ja, ich bin KM. KM, was könnte man aus KM abkürzen, Leute? Kennt ihr eine Abkürzung auf KM? Die nicht ein Schimpfwort beinhaltet? Keine Meisterleistung, wa? Das war KM, keine Meisterleistung, Leute. Fällt mir spontan so ein. KM, keine Meisterleistung. Was ist denn hier hinten, Leute? Ich gehe mal hinten hin, da sehe ich, da laufe ich gerade mal drauf zu, Leute. Hier ist auch keiner irgendwas mit dem Hafen hier. Hier könnte man das auch ansteuern, die Insel, oder? Und da ist auch eine Kamera, Leute. Das war doch logisch, oder? Hier ist sogar, könnte man mit U-Boot sogar anlegen wahrscheinlich, wa? Und da ist eine Wache, Leute. Eieieiei, da ist eine Wache. Ich muss gucken, wo die hingeht, die Wache. Okay, Leute, war ich hier schon mal? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken einfach mal. Wir können hier durchlaufen. Sehr schön auf jeden Fall. Leute, ich muss mehr aufpassen. Ich bin jetzt zu unkonzentriert hier. Ich passe hier mehr auf, Leute. Weniger auf. Das ist. Ah, guck mal, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Okay, waren wir ja schon mal hier gerade, ne? Ich gucke mal jetzt hier. Irgendwas hier drin ist noch. Irgendwie reinkommen hier vorne. Hier ist aber nichts, ne? Ne, hier ist nichts, Leute. Und hier vielleicht? Ne, hier ist auch nichts. Okay, schade. Schade, schade. Okay. Können wir ins Boot steigen mal? Vielleicht können wir einmal bis um die Insel mal fahren, oder? Ich würde sagen, wir fahren einmal um die Insel herum, Leute. Der Felix sagt ja auch schon zu mir, man kann eigentlich nicht mehr, und das habe ich auch schon irgendwie festgestellt, wenn man einmal hier seitlich runterkippt oder runterfällt an der Seite, da musst du tatsächlich erstmal eine Bucht suchen, wo du wirklich hinkommen kannst. Und das ist wahrscheinlich eine komplette Drehung machen muss hier. Das ist, glaube ich, tatsächlich so. Ist also nicht so einfach, hier drauf zu kommen. Man sieht, wenn hier überall ist, hier geht es steil nach oben. Und auch unsichtbare Wände, wie auch Slack am Video gesehen habe. Ja, ich gucke mir auch mal gerne andere Videos an, Leute. Es ist halt so tatsächlich. Und da holt man auch solche Informationen auch mal weg mir eben. Aber jetzt, wo die Verstecke sind, Leute, habe ich jetzt nicht geguckt. Weil ich wollte es jetzt selber finden. Vielleicht mit David und Felix mal zusammen. Weil Slack spielt, glaube ich, auch ein anderes Spiel auf PC, oder? So wie sich dein Schade anhört gerade eben, also zu lesen war. Und er muss ja tatsächlich aufs Alter achten, hier Leute drauf, was für mich persönlich sehr wichtig ist. So, hier kommt man nirgendwo drauf, Leute, hier. Man sieht, dass die Insel doch ziemlich extrem groß ist, muss ich sagen, ne? Wenn man sieht, wenn man so drüber fährt, man rumfährt, man kann es tatsächlich sehen, Leute. Die Insel ist nicht gerade sehr klein, ne? Das Boot ist auch sehr interessant, aber das ähnliche Boot haben wir ja schon, so ein ähnliches Boot, ne? Dann geht es ja 5 online, das gibt es ja schon länger, das andere Boot halt noch nicht. Das schnellere. Also wie groß ist diese Insel, bitte schön, Leute? Wie groß ist diese Insel hier, bitte? Die ist ja mega groß, ne? Die ist wirklich mehr groß. Ich glaube, hier könnte man die Insel sogar betreten. Also wir sind jetzt einmal... wir sind nicht einmal rumgefahren jetzt, oder? Das war's, Leute. Wir sind einmal rumgefahren. Also wenn man so rumfährt, ist die Insel klein. Wenn man mit dem Boot fährt, ne? So, wir müssen aber hier echt weiter gucken, Freunde. Wir müssen noch ein paar Sachen finden hier.
Bin ich nicht von hier rausgefahren? Nee, bin ich gar nicht, ne? Nee, ich bin gar nicht von hier rausgefahren, ne? Das ist ja das Schlimme gerade. Ich bin ja von hier gar nicht rausgefahren. Eieiei. Egal, Leute, wir steigen jetzt hier mal aus wieder. Ja, wenn die halt nicht kommen sollten, dann werde ich den Stream vorher beenden, wahrscheinlich. Weil ich werde zurückgehen und dann schon mal versuchen, heiß zu starten, Leute. Das ist, macht da, glaube ich, mehr Sinn. Wir haben auch nichts mehr zum Fotografieren, würde ich jetzt sagen, als nur Werkzeuge, die sowieso gehören. Hier, Sprengstoff, Leute, Sprengstoff hier, überall explosiv hier. Die Kisten hier überall. Was soll das denn bitte? Der kommt wieder runter, der Komiker. Och ne, der kommt wieder runter, ey. Warum macht er das? Der kommt wieder hier hin, Leute. Wir müssen schnell in Deckung gehen, Leute, hier irgendwo. Ja, hier, ne? So, der kommt wieder runter. Wir gehen mal kurz in Deckung, Leute. Dann müssen wir woanders mal woanders gucken. Ja, der hat mich jetzt schon einmal erwischt, gerade eben schon. Ich habe da eben, wo das Dollarzeichen ist, das Foto gemacht gerade. Man sieht es auf der Map unten, ne? So, ich gucke mal die Karte mal ganz kurz an, Leute. Wir sind jetzt hier unten. Wir müssen jetzt irgendwie mal hier oben hinkommen, Leute. Irgendwie jetzt hier hinkommen. Und dann mal gucken, hier kommen wir auf jeden Fall nicht drauf, Leute. Also hier komme ich jetzt irgendwie nicht drauf. Da, warum auch immer. Ich muss an diese Wache hier vorbei und das ist fast unmöglich, hier da vorbeizukommen, weil hier ist eine Kamera. Ich müsste dann eher so gehen hier zwischen den beiden. Und man sieht hier, ist alles abgedeckt hier, Leute. Hier ist die Kamera und die Wache, Leute. Die guckt immer in diese Richtung. Die bleibt auch gnadenlos stehen, ne? Das ist das Problem. Da kommt man nicht so einfach dran vorbei und hier irgendwo vorbei. Das heißt, hier muss ein Zugangspunkt sein von der Meerseite hier sogar. Gabriel, ich glitsche mir kein Geld. Das mal davon abgesehen. Und ich werde jetzt auch nicht irgendwie Geld glitschen oder Bockerproblem machen. Davon mal abgesehen. Das möchte ich nicht. Ich möchte kein Geld irgendwie glitschen oder einen Fehler bei GTA 5 ausnutzen, damit ich Geld bekomme. Und ich glaube, ich habe die Mission, die ist ja gerade schon mittendrin. Ich musste mir das U-Boot kaufen. Das habe ich mir vollkommen ausschließlich gekauft. Und ich werde nicht anfangen, jetzt hier zu glitschen oder irgendwie sonstiges nochmal Sachen machen. So. Soll auch neue Waffe geben, ne? Irgendwie, da kann ich wieder mal reinschauen. Mit einer neuen Waffe, ich weiß gar nicht, wie teuer die neue Waffe ist. Oh. Nee, ganz ehrlich, müsste ich dir sagen, nee, möchte ich eigentlich nicht machen, sowas. Auch wenn ich das mich sehr geehrt fühle, dass du was machen würdest, aber ich würde es nicht annehmen wollen. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich finde es nicht sehr gut. Weil wenn Rockstar Games irgendwann das Wind bekommt, möchte ich nicht gebannt oder gesperrt werden. Und ich habe mir mein Geld, was ich habe, immer fair erspielt und mir fair erzockt eigentlich. Und nicht irgendwie über Umwegen und sonstiges mir irgendwie ermogelt oder erschlichen halt, ne? Und ich werde meine PS4-Daten auch keine anderen abgeben. Also es kommt dazu. Ich habe lieber dann ganz ehrlich Mission gespielt, auch wenn ich dann langsam steige mit meinem Geld, aber mir macht es dann wesentlich mehr Spaß, wo ich dann viel mehr gezockt habe. Da war ich wirklich stundenlang am Zocken. Habe mit einigen sehr guten Freunden auch nur gezockt, da also in diesem Zeitpunkt auch Leute aus dem Online, die ich da so kennengelernt habe. Aber wir hatten tierisch schön Spaß und das ist für mich absolut wichtig, dass ich, während ich zocke, absoluten Spaß habe. Und das wirklich komplett genießen kann, das Zocken. Und das kann man halt nur dann, wenn man dann... Mann, mir, Leute. Muss echt aufpassen hier. So, der geht da lang. Dann gehe ich jetzt mal hoch zur Hütte hier oben. Und gucke mal. Und man kann auch nur jetzt hier auf der Insel drauf, wenn man das U-Boot kauft, Leute, um die Ganze zu starten. Und da ist ja schon, wenn du komplett ausgestattet haben möchtest, 9 Millionen, knapp 9 Millionen erforderlich. Die hatte ich halt schon gehabt, ne, die 9 Millionen. Also die habe ich mir, ich habe ja jeden Monat jetzt von Rockstar Games, ich glaube sogar diesen Monat sogar 2 Millionen bekommen, GTA Dollar, warum auch immer. Also ich habe diesen Monat 2 Millionen GTA Dollar von Rockstar Games geschenkt bekommen.
Hat mich auf jeden Fall mega gefreut darüber. So, ist hier irgendwas hier vorne vielleicht noch? Einfach mal schauen. Ich glaube, hier ist nichts, ne? Das ist schwierig, wenn ihr hier ständig sucht, gucken muss, wo ist was, Leute. Ne, ist glaube ich nichts, ne? Bis auf da vorne vielleicht, aber. Eieieiei, Leute. Oh, der ist zu. Nein, 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 weg hier, weg, weg, weg hier. Ach, von hinten, ne? Ne, von der Seite. Ja, Leute. Wieso trage ich jetzt das Teil da? Eieiei, Leute. Ach Mann. Schon wieder erwischt worden, Leute. Einmal nicht aufgepasst. Also, Leute, wenn man als Crew hier reingeht und einer von der Crew wird nur erwischt, fliegen wir alle drei raus. Ja gut, egal. Kann passieren, Freunde. Ich muss halt nur warten, bis einer von meinen Crew hier reinkommt. So, sollen wir es riskieren, Leute? Einmal hier rein, versuchen reinzulaufen hier. Ach nee, lieber nicht. Okay, so Leute. Steh mal hinterm Baum. Guck, kann er mich jetzt sehen? Eigentlich müsste er jetzt einen Baum sehen. Okay, Leute. Ah, oh, da kommt noch ein Jeep, Leute. Nein. Okay, wir versuchen es heute mal, wieder das Tor zu laufen hier. Noch. Da kommt ausgerechnet dann der Wagen da um die Ecke gefahren. Was ist los? Also hier kommen wir jetzt gut und schnell rein, Leute. Das habe ich jetzt mal. Den Dreh habe ich raus. Das ist super, Leute. Weil hier schon mal gut reinkommen. Oh, das wäre ein Wachmann. Ach, Leute. Schwein gehabt. Der ist schon der nächste Wachturm da vorne, ne? Nein, mal mir, Leute. Scheiße, dass man die Leute nicht K.O. machen kann, ne? Also einfach mal K.O. schlagen kann. Schlag auf den Hinterkopf, über das Senkvermögen. Und die schlafen erstmal eine Runde. Und dann, ja. Aber leider geht das auch nicht, Leute. Es ist sehr, sehr schade, dass das nicht so funktioniert. Aber ich bin schon mal froh, dass wir nicht durch Bäume gucken können, ne? Der guckt in meine Richtung und sieht mich nicht, Leute. Was ist das denn? Die auf dem Wachturm sind ja mehr als blind. Er hätte mich jetzt sehen müssen auf dem Wachturm, Freunde. Er hätte mich jetzt echt sehen müssen. Hat mich aber nicht gesehen, was mich jetzt verwundert, Leute. Der hat mich nicht gesehen auf dem Wachturm. Nice. So, wir erkunden die Insel weiter, Leute. Also ich weiß nicht, wann die kommen. So, was haben wir hier? Ah, hier ist wieder was und ja, hier ist nichts zu entdecken, ne? Ne, hier ist nichts zu entdecken, Leute. Hier ist einfach eine Truhe nur. Einfach eine Holzkiste nur, die abgeschlossen ist mit einem Schloss davor, warum auch immer. Macht hier keinen Sinn, hier so eine Truhe hinzustellen und ein Schloss davor, ne? Ah ja, gut. Okay, Leute. Irgendwie. Ach ja, ich wurde vorne wach entdeckt, Leute, war klar. Logisch. So, versuche jetzt nochmal zu gucken, ob die beiden eingeladen werden können, Leute. Weil in der Party sind sie auf jeden Fall schon mal eingeladen, ne? Der David und auch der Erik sind eingeladen in der Party. Noch sind sie nicht da. Aber wir haben gleich schon 18 Uhr, Leute. Ja. Wir könnten jetzt tatsächlich die Mission starten, Leute. Wenn ihr mit einverstanden seid, dann starten wir die Mission einfach mal eine. Dann gehe ich mal zurück zum Flughafen, Leute. Das Tor ist verschlossen und kannst weiter feiern, wenn du die Crew, Pico, was? Oh, warum ist hier ein Kampfhubschrauber, Leute? Ein roter?
now is a good moment to return to mainland. Ja, jetzt heißt es ganz schön sputen, wa? Ich habe ja keine Waffen, Leute, hier. Ei, ei, Leute, ich werde von Insel geworfen, wenn er mich erwischt, Leute. Wir müssen auf jeden Fall zum Flughafen jetzt gerade schnell kommen. Und ich kann aktuell jetzt gerade nur laufen, Leute. Das ist jetzt gerade das Problem gerade. Oder habe ich jetzt tatsächlich alle schon entdeckt, Leute? Ich habe keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht, ob ich schon alles entdeckt habe. Das müssen wir dann sehen, Leute. Der Hubschrauber ist auf jeden Fall noch weiter weg, ne? Wir müssen auf jeden Fall jetzt hier leider zum Flughafen, zu den Mannequins zurück, Leute. Ich glaube, wir wurden jetzt ein paar Mal zu mehr zu oft gesehen, glaube ich. Guck mal, Leute, der kommt. Oh, der kommt in meine Richtung geflogen, oder? Der hat aber auch das Gefühl, er kommt in meine Richtung. Immer näher. Ich habe das Gefühl, er kommt immer näher, Leute. Ne, ich kann nichts weiter ausspähen, wenn der Heli hinter mir ist, Leute. Der Heli hat eine bessere Sichtweise. Der entdeckt mich ja von überall, ne? Das ist extrem brutal, der Heli da oben. Und er zu Fuß gegen Heli ankommt, ist ja schon mal eine andere Nummer, ne? Leute, da hinten ist er. Da oben fliegt er. Nein, hier lang. Das ist die falsche Richtung, junge Frau. Bitte hier lang laufen. Dankeschön. Also wir versuchen gleich mal, wir gehen erstmal zurück und dann versuchen wir irgendwas zu starten, Freunde. Ist egal, was wir jetzt starten. Wir versuchen es einfach mal, irgendwas zu starten, Leute, ne? Weil Heli kommt sowieso immer näher und wir können auch dann volles Risiko eingehen. Ich weiß, ob wir kommen, keine Ahnung. Ja. Wenn es auch nicht schlimm, dann ja, geht es beim nächsten Mal weiter, eventuell erst und ja, mal schauen. So. Vielleicht auch mit eigentlichen Crudern, dass wir dann der Crudern-Zocke nochmal, ja, dann auch mal live streamen dann auch. Ist auch nicht so falsch, ne? So, wir gehen mal zu den Piloten hier. Diesmal guckt er nicht auf sein. Würden Sie bitte mir mal helfen, junger Mann da? Hallo? Ja, lass mich zurück. Also, was ist das denn für ein Pilot, Leute? Der sieht, ich bin in Not, ne? Und guckt weiter auf sein komisches Smartphone. Und das zeige ich mal wieder. Es ist der Zeit der Smartphones-Gesellschaft heute geworden irgendwo. Denn viele gucken einfach nur auf ihr, ja, ich würde mal sagen, mittlerweile manchmal auch dummes Smartphone. Aber sie immer die Augen drauf haben, ne? Manche Leute gehen spazieren, immer die Augen vor dem Smartphone. Alle nicht. Oder jetzt geht es natürlich nicht mit Essen gehen, ne? Und wenn man dann sieht, so irgendwo, wenn ich mal so ein Imbiss drin bin, so meine Pommes Mayo, und da sehe ich dann auch so, schon mal gesehen, so eine, weiß ich nicht, so drei, glaube ich, Familie war das, glaube ich, gewesen, wo dann jeder sein Smartphone reingeguckt hat die ganze Zeit. Sorry, aber da fällt mir nichts mehr ein, Leute. Und alle drei waren sich dabei noch am Unterhalten. Ich weiß nicht, warum, ob das jetzt dann interessant, schön ist, Leute, beim Familientreffen oder wenn man gerade zusammen sitzt und isst, dann beim Essen aufs Smartphone die ganze Zeit zu schauen, ne? Ich weiß nicht, das ist respektlos, wenn man dann auch mit der anderen sich noch unterhält. Das macht man einfach nicht, Leute. Das ist wirklich unhöflich, sowas. Also, das muss ja nicht sein, oder? Oder würde ich das gut finden, dann? Wenn ihr Familientreffen macht und jemand guckt dann nur auf dem Smartphone die ganze Zeit. Also, mir würde es nicht persönlich nicht gefallen, ehrlich gesagt. Also das muss nicht sein unbedingt. Also wenn ich irgendwo beim Wein für dem Essen bin oder sowas, dann brauche ich kein Smartphone die ganze Zeit anzuhaben. Ne? Das kann man in der Hosentasche lassen. Ne, also das ist dann wahrscheinlich besser. Also sieht man öfters, Leute. Ja, ich habe mich manchmal auch auf der Arbeit, wenn ich esse so, habe ich manchmal auch mal ein Smartphone da liegen. Aber das ist, ja.
hat andere Gründe, weil es ist dann wirklich mal ganz gut, mein Smartphone auf Arbeit in der Hand habe überhaupt, generell, dann beim erstmal ganz kurz, guck dann kurz Nachrichten, check ich ab und dann wird das Handy wieder ausgemacht. Und nach dem Essen dann beantworte ich eine oder andere Nachricht auch. Weil andere reichen halt über Smartphone, über WhatsApp halt eben, ne? Dann mal ein paar andere Sachen mal ganz kurz absprechen, ob was irgendwas ansteht halt, ne? So, erstmal aussteigen, Leute. Aua, aua, aua! Das tat doch weh, Mensch! Guckt euch das mal an, Leute, hier. Ich habe hier Luftabwehrraketen sogar hier drauf, hier. Schön, ne? Guck mal, ich habe richtige Luftabwehrraketen hier oben drauf. Das sieht doch mal interessant aus, oder? Was für ein U-Boot, Leute, hier. Jetzt muss ich gucken, wie ich mal drauf komme. So. Aha. Leute, hier ist ein Eingang zum U-Boot. Also hier komme ich drauf, Leute. Und hier ist, glaube ich, nochmal eine Luke, ne? Und hier kann ich rein. Also weiter vorne komme ich nicht rein. Du hast den Bunker, dein täglichen Personal. Boah, ich habe wieder was bezahlt, Leute. Das kann doch nicht sein, oder? So, die Korsaka betreten. Klingt auf jeden Fall, ist ein, so vom Namen her, würde ich sagen, ist das ein russisches U-Boot, Leute, ne? Ein russisches. Nur vom Namen jetzt her, ne? Also, ne? Bitte nicht falsch verstehen. Vom Namen ein russisches U-Boot. Würde ich sagen, ne? Oder was meint ihr? Aber klingt das jetzt für euch jetzt irgendwie deutsch? Oder chinesisch halt? Also für mich klingt das wie so ein russisches U-Boot, muss ich jetzt sagen. Ne? So, Kaffee ist auch leer. Ich bin doch super schon am Kaffee dran. Ja, eine Kanne, ne? Ist sagenhaft, Leute. Versuch mal irgendwas zu starten, Leute. Ja, wir gehen mal rein jetzt hier an Bord. Wir starten, versuchen mal irgendwas zu starten, Leute, damit ihr ein bisschen Spannung habt, vielleicht auch wenn wir scheitern, egal. Dann scheitere ich halt mal, ne, das ist dann auch wurscht. Ausrüstung. Equipment, begeb dich zu York Earls hin. Okay, machen wir mal, Leute. Ja, ist auf jeden Fall, jetzt auf jeden Fall was dazugehört, Leute. Eventuell, dass wir jetzt noch ein bisschen was machen können. Ist ein fahrbares U-Boot, mit dem du ein Zielort gelangen kannst. Außerdem kannst du das U-Boot mit den eingelagerten Fahrzeugen sowie ohne was? Manpool-Fahrzeuge sowie ohne Fahrzeug verlassen und ein Digi rufen. Ach, Dingi rufen. Okay. Ja. Wir haben das zwar schon alles gekauft, Leute, aber irgendwie müssen wir es trotzdem noch beschaffen erst hier. Macht für mich jetzt gar keinen Sinn, Leute, ne? Aber macht ja nichts. Also besorgen es ja trotzdem mal, ne? Besorgen es einfach mal. Das war eigentlich das, was ich jetzt mit David und Felix machen wollte. Ach, mit David und mit Erik machen wollte. Nur noch melden die sich jetzt nicht, ne? Das ist das entscheidende Punkt, Leute. So, wir müssen mal gucken, ob wir das Ganze dreimal machen müssen nachher sogar. Ich habe keine Ahnung, Leute, aber wenn wir es einmal jetzt haben, gleich haben wir es schon einmal. Ich weiß gar nicht, ob wir finanziell überhaupt was rauskriegen dafür. Und dass ihr meine Meinung, Leute, mit dem Zocken, dass ich nicht jetzt noch mit dem Geld erschießen möchte oder ermodden möchte oder erglitschen möchte, finde ich super, dass ihr das akzeptiert, dass ich das nicht mache. Finde ich super, dass ihr es echt akzeptiert, Leute. Das finde ich, finde ich sehr gut sogar. Weil ich habe das so meine Art und ja, wenn ich jetzt auch andere Spieler mitbekomme, oder wie er mir erst sagte, dass er sich alles kaufen kann und er spielt jetzt für langweilig ist, weil er überhaupt keine Ziele mehr hat, ne? Ist dann halt, finde ich einfach sehr schade dann. Hätte man mal ein Loopbike nehmen können oder einen Kapphubschrauber nehmen müssen sogar jetzt hier. Leute. Mal schauen, was auf uns zukommt. Ansonsten nehmen wir am nächsten Start eine andere Maschine. Ja, das ist halt eine gute Frage jetzt, ne? Wie man es am besten machen kann jetzt hier. Ne? Das ist echt eine gute Frage, ne? Begib ich zu Joel Jackin. Yellow. Ja. Wo ist er denn? Ach, nicht da bitte, oder?
Leute, nein. Oder? Ah ja, gut, okay. Ich kann von dir aus nichts machen, Leute. Ei, womit schießen die denn? Alter Falter! Womit schießen die denn, Leute? Heftig, heftig, Leute. Womit haben die jetzt geschossen auf uns jetzt hier? Ich versuche mal was, Leute. Ich versuche was. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert, Leute. Ich habe keine Ahnung. Na, wegsnipen kann man jetzt auch nicht, ne? Warte mal, stehen die nicht da drin? Aber den XX passiert, ne? Ah, den XX mal was, den X. 1-9. Ah, einen haben wir noch über, Leute. Einen haben wir noch über. Sehr schön. Tatsächlich, da sind 9 S8 draufgegangen, Leute, bei denen gerade. So, was müssen wir jetzt hier machen? Halten Sie nicht dabei. Versuchen, das Farmhaus ist jetzt auf dein Radar. Mehrere Stellen. Ich hole mir einen anderen Heli, Leute. Das ist jetzt richtig komisch gerade. Wir versuchen mal einen anderen Heli zu bestellen, Leute. Ich versuche mal meinen Kampfheli zu organisieren. Terabyte. Ne, würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen, Leute. Mein Terabyte. Sonderfahrzeuge. Inventar. Geo. Fahrzeuge, Leute. Ich mache einen Akula mal. Den hole ich mir jetzt einfach mal. Oder begibt sich zu Nils Ranch, okay. Oder auch nicht, Leute, wir können mal gucken, was wir denen nehmen alles hier. Ja, ich weiß nicht, ob es Sinn macht jetzt hier. Dass wir den mal nehmen und dann mal von Weitem auf losballern. Ich weiß nicht, ob wir es rein zerstören, das was wir jetzt brauchen gleich, ne? Ah, guck mal, der ist gleich schon Trotz hier. Eieiei. Ei, ei. Ich will mal eine Aussteigenart, ne? Das ist manchmal eine Katastrophe. Also zum ersten Mal habe ich jetzt zwei Helis, die ich als meinen eigenen nenne, nebeneinander stehen. Ne? Hat was? Denn es hat was, Leute. Es hat was. So, hiermit müsste es einfacher sein, wegzubomben, ne? Würde ich jetzt sagen. Ich hoffe es einfach mal, dass wir jetzt eigentlich keinen Fehler machen. Ihr dürft gerne Kommentare reinschreiben, wenn ihr es schon gesehen habt. Oh, jetzt werde ich zur Party eingeladen. Ich bin gerade mitten in der Mission drin und werde zur Party eingeladen. Super, Leute. Müsste ich jetzt zur Party reinholen jetzt hier? Ach, ich bin gerade mitten in der Mission drin, Leute. Das ist natürlich jetzt eine ganz doofe Situation gerade jetzt hier. Muss ich jetzt sagen, ne? Ganz doofe Situation gerade. Ich bin mitten in der Mission drin und dann kommt die Party rein. Eieiei, Leute, das ist jetzt nicht sehr gut. Eieiei. Wo ist er? Ganz schnell jetzt hier. Ganz schnell. So, ich muss ihn reinholen. Ah, okay. Moin. Alles gut. Und hast du schon das neue Update gemacht? Ja, ich bin eigentlich gerade dabei. Ich bin jetzt gerade mitten in einer Mission gerade drin. Ah, da kannst du ja in der nächsten bestimmt mitmachen, oder? Ja, nur ich kann nicht ganz so lange heute. Ja. Höchstens bis ungefähr, ja, so halb sieben.
aber ich krieg ihn dabei einfach. Ja, das kannst du machen, weil ich hoffe, ich bin auch richtig hier. Ey, ich habe gerade keine Ahnung, ob ich hier alles richtig mache. Was ich hier mache, das ist das Problem gerade, aber... Ist das wieder ein Überfall, den wo Lester dich anruft? Ich muss aufs U-Boot immer und dann selber die Aufträge annehmen. Also dann raussuchen. Betritt die Range, muss ich jetzt? Betritt die Range von O'Neills, okay. Ach, da sind noch welche drin im Haus. Scheibenkleister. Ja, aber nee, ich meinte diesen super neuen super Überfall da. Meint jetzt diesen neuen Heist? Ja, genau. Ja, da bin ich doch gerade drin. Ach so. Man muss, um das zu starten, musst du mal ein U-Boot haben. Das habe ich ja gekauft. Kostet? Ich habe jetzt insgesamt 9 Millionen ausgegeben. Was, das geht. Ja. Aber voll ausgestattet halt schon, ne? Das ist der einzige Unterschied. So, dann müsste es auch safe sein, der Komiker. Hoffe ich jetzt mal, so. Mal hinhören, ob noch eine da ist. Ja, sicher ist doch eine da, warum auch nicht? Jetzt, wo ist der denn, ey? Ach, jetzt sehe ich es wenigstens in meinem Gebäude, ne? Der ist genau da vorne, okay, safe. Ach, nee. Och, die sind da fies, Alter, die verstecken sich ja. Ach, der ist oben. Der ist tatsächlich von oben runtergekommen. Sind die anderen auch oben? Einer muss auf jeden Fall noch hier unten sein, Leute. Das weiß ich. Der ist auch schon. Ich hab ihn gesehen, glaube ich. So, der ist auch safe. Da ist noch einer draußen. Jetzt die Frage, wo sind die alle, ne? So, oben ist auf jeden Fall einer, das bin ich mir ganz sicher. Ja, es könnte aus der Tür noch einer rausgeplotzt kommen. Hat mich jetzt oben oder unten, ne? Ey, es sieht man gar nicht, wo der ist. Hier ist die Toilette. Der ist auch safe, der vom ist auch safe. Da ist noch einer, hinter der Tür ist noch einer. Stimmt, der Caio Perico heißt der, ja. Ja, genau. Der ist auch safe. So. Hier ist noch irgendwo einer, der müsste, glaube ich, oben sein sogar. Boah, wie meine Figur aussieht schon, ey. Sieht das schon total ramponiert aus. Der könnte irgendwie, er müsste in größeren Raum sein. Wo ist der größere Raum? Der könnte hier drin sein, ne? Ne, ist er nicht. Ist er unten? Finde den Keller. Ja, toll. Ich bin oben. Warum sagt er mir das nicht direkt, dass ich einen Keller suchen muss? Ja, jetzt kriegt man hier eine Videosequenz angezeigt. Echt jetzt? Bei mir im Livestream? Nee, ich komme ins Spiel rein, ich bin hier irgendwie in irgendeinem Club und kann das nicht skippen. Ach so, ja, das ist, damit du auch dann reinkommst, das ist ja hier für das Vorspiel, du musst ja reingehen. Der ist doch gerade hier. Alter, was ist los mit dem Spinner? Läuft der jetzt weg von mir? So, er ist auch safe. So, jetzt muss ich den, kann ich den Keller finden, ne? Ja, super, wo ist der Keller nochmal? Ich habe total vergessen, wo hier der Keller ist, ne? Weißt du, wo der Kellergebäude ist? Nee, ne? Ich bin ja gar nicht bei dem Livestream drin. Ach so. Nee, aber also, wüsstest du, wo in einem Villa, die abgefackelt ist, der Keller ist? Ein Kopfgeld auf 5000 Dollar wurde auf dir ausgesetzt. Bist du bei mir in der Lobby drin? Ja, Leute, wir sind in der Zweierlobby. Ja,
Du bist bei mir reingespawnt, ne? Ich bin jetzt, ja, ich muss jetzt in dieses Musikgeschäft, gell? Okay. Ja, dann soll es mir nichts nahe kommen, weil dann müsste ich die erste Crew-Einladung senden, aber das kann ich gleich, glaube ich, erst nachher machen, wenn ich hier fertig bin. Ich habe keine Ahnung. Das ist aber auf jeden Fall eine öffentliche Lobby gerade. Ach du Scheiße, die kommen zu mir. Die Lutscher kommen zu mir sogar. Wie starte ich jetzt diesen Caio Perico heißt? Muss ich in diesen Musikclub hier rein oder was? Damit startest du das Ganze, aber du musst das U-Boot dafür. Ah, ich bin gestorben, Scheiße. Eieiei. Ja, die fahren mit Autos. Ich hätte schießen müssen, aber ich hab's nicht gemacht. Ich wollte die vom oben platt ausmachen. Also vom Heli aus platt machen, ne? Ach Mann. Wer war das hier geschrieben? David, dann wird's schwierig, weil dann kann man nur eine Stunde ungefähr zocken nur noch. Weil ich selber heute eine Videokonferenz habe, das letzte Mal für dieses Jahr, und ist mir absolut wichtig. Ja, ich muss erst mal mit dem Typen, mit Martin Matras zum Ja, Musik ich hab reden. Mit David, David hat gerade geschrieben gehabt, deswegen sage ich, hab David das gerade auch gesagt. Das war jetzt nicht für dich, sondern für den David, aber ich bin auch im Livestream drin, ja, bin, ich ne? Hab ja gesagt, ich muss erst mit Martin Matras zu reden. Ja, du musst vor allem noch erstmal dieses U-Boot kaufen, bevor du überhaupt was machen kannst. Ja, ich muss erst mit Matratze reden, sonst kann ich das U-Boot nicht kaufen. Ja, stimmt. Ja, ist ein Argument, ne? Oh, jetzt steht er da, sehr schön. So, ne, aber ich habe auch gerade mit David gesprochen gehabt, deswegen. So, jetzt habe ich hier eine Karte bekommen. Ach, da kommt noch irgendwie was. Ach, muss jetzt ins Gebäude rein hier, oder was? Ach, ich muss hier ins Gebäude rein, ey. Was ist los? Ach, da. Ah, finde die Schlüsselkarte. Jetzt muss ich hier noch was anderes einsammeln. Okay. Ach nein, nicht schon wieder hier das Kellertür entriegeln. Entriegelung zur Kellertür. Komme ich jetzt so da rein? Ah, ich komme so da rein. Okay, sehr schön. Die kommen mit Messer auf mich zugelaufen. Was ist mit denen nicht in Ordnung? Mit einem Messer? Sind die total irre? So, globales Signal. Du wirst auf jeden Fall, bekommst auf jeden Fall eine Benachrichtigung. Bitte nicht angreifen. Oh, oh. Ich glaube, wo ist mein Heli? Ich glaube, der kommt bei denen, kommt auch gleich noch Unterstützung von denen, für die gleich hier. Boah, wo ist der Ausgang? Achtung, du bist schon für alle Spieler in der Sitzung sichtbar. Ja, danke. Warum macht ihr sowas? Mich will doch keiner sehen. Die kriegen nur alle Angst. Oh, ich will das Gebäude raus hier. Ich finde den Ausgang gerade nicht. Ich finde den Ausgang nicht, Leute. Wie irre ist das denn? Hä? Hier ist auch keine Tür? Hier ist auch keine Tür, oder okay. Okay, nämlich einfach die Tür, die rausführt, ne? Die nehme ich jetzt einfach mal und dann finde ich auch den Weg da draußen, ne? Oder? So, mein Heli steht ja noch. So, bringt die schneidende. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall zum U-Boot zurück. Oi. Ich weiß gar nicht mal, ob das überhaupt Geld bringt. David kann erst um 18.30 Uhr. Ja, der Erik hat ja auch gefragt wegen Zocken hier einer, ne? Den habe ich auch schon mal eingeladen in eine Party, aber er kommt auch noch nicht mehr rein. Naja. Ja, ist dann schwierig, wenn man Leute fragen darf, man sagt eine Uhrzeit und dann kommen sie nicht. Hm. Naja gut, ist halt manchmal so, ne? Auf jeden Fall, ich habe schon mal ein bisschen was geholt schon mal, ne? Für diese Mission hier. Ist jetzt auch nicht so verkehrt, ne? Oder? Wie alt ist denn der David? Der ist auf jeden Fall so alt, dass ich ihn stumm muss im Stream. Also er ist auf jeden Fall im Stream nicht zu hören, ne? Ja, war. Noch keine 18, sagen wir es mal so, noch keine 18. Ja, nee, sonst hätte ich gesagt, kann ja mit mir machen, aber wenn er noch keine 18 ist.
Also ich kenne ihn da schon länger, deswegen ist es da okay. Er ist ja auch im streamt sich ja selber im Livestream, ne? Ja, ich spiele mit mir ja eigentlich. Da gibt es ein, zwei Ausnahmen. Ja, die mache ich auch, aber wenn jetzt hier komplett ein Fremder anfragt, da sage ich nein. Gerade bei diesem Spiel, ne? Weil da achte ich mir sonst aufs Alter, aber ich mache da auch schon Ausnahmen für Leute, die ich dann wirklich schon länger kenne. Ne, mit denen ich auch schon LS19 zocke halt, ne? Ist das schon da, ist es eine Ausnahme. Ja gut, LS ist ja ab null. Ja, da ist ja, ne? Aber zocken, ich finde sogar mehr Erwachsene als Jugendliche oder Kinder, ne? Zocken wirklich mehr Erwachsene, finde ich. Also jetzt so, was ich so mitbekomme halt, ne? Und wurde jetzt in diesem Livestream jetzt schon zweimal gefragt, ob ich Geld, aber ob mir zwei eine zu helfen, ob dass mir helfen können, dass ich Geld bekomme. Nur ich halte vom Glitchen nichts und mir Geld modden auch nichts davon. Moin Marc, willkommen in meinem Livestream. Marc Dixon, der kann doch eben online. Oder? Ja, der ist jetzt gerade in meinem Livestream drin. Jetzt muss ich auf mein U-Boot landen, ey, Scheibengleise, ich muss auf mein U-Boot jetzt landen. Ah, ey, manchmal bin ich auch ein Held des Jahrhunderts, ne? Warum nehme ich eigentlich nicht so ein Boot? Nein, ich muss mit meinem Kampfhubschrauber fliegen, ne? Ah. So. Jetzt aber schön landen, Junge. Also zuerst war ich jetzt schon mal so ein bisschen leicht creepy, ne, leicht, aber ich hab's ja geschafft, ne? Ah, nein, 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 oh, nein, nein, ich muss richtig landen hier drauf, sonst ist das Käse. Ich hoffe, ich kann überhaupt drauf landen richtig, ey. Nein, 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 nein. Aber man muss das richtig hier... Ach, Scheibenkleister. Ja, erzähl. Was brauche ich, wie heißt zu starten? Einfach nur das U-Boot oder muss ich das voll ausstatten? Einfach, nee, du musst es nicht ausstatten, da reicht schon die Grundausstattung, die reicht schon völlig aus. Mhm. Warum, reicht der Budget nicht aus, oder? Ich hab 33 Millionen, doch, ich spiele, weil ich es nicht versendet für die Mission, also nicht zu starten. Nee, also du brauchst nicht alles kaufen, du brauchst also nur die Grundausstattung kaufen, zählt für Mark ja auch. Aber Grundausstattung reicht ja völlig aus. So, wir haben jetzt hoffentlich mal was besorgt. Ich hoffe, es waren schon alle drei. Ansonsten heißt es dreimal das Ganze machen, ne? So, ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Und vor allem, wir haben ja gleich schon 18 Uhr, ne? Alter Schwede, ey. So, was habe ich bekommen finanziell? Nicht wirklich viel, ne? Oh. Oh, es gibt ein neues U-Boot, den Kraken Avista. Ja, den neue Kleidung, graues gemustertes Rockstar T-Shirt. Ja, danke. Danke. Nur ein T-Shirt. Leck mir doch. Entschuldigung. Ne, ich schau jetzt mal hier rein, Leute. Oh, Tatsache. Also, man muss das Ganze dreimal machen. Also, ich muss hier irgendwie 7 Sachen machen, also 7 Missionen, also Vormissionen, ne? Mhm. Eine von diesen habe ich schon. Und dann noch mehr sogar. 7, 12. Annäherungsfahrzeuge auch. 0 von 5. Equipment 1 von 3. Waffenarsenal 01. Und Sabotage 0 von 3. Ja, warte mal. Fahrzeuge war wie viel? Moment, ich könnte mal rein. Ui, Entschuldigung. Annäherungsfahrzeuge 0 von 5. Das sind wahrscheinlich 5. Ja, warte. Das sind 5 Vorbereitungsmissionen. 5. Ja, warte mal, ich habe die Vermutung, wenn wir das jetzt zweit machen, hol mir direkt 2 Fahrzeuge. Dann wären es 2 von 5. Das will ich jetzt mit dir probieren. Da fällt das nicht mal bei dir ein. Das habe ich ja gerade vorgehabt. Marc, magst du auch reinkommen? Snacks morgen, ja. Also heute wird es wahrscheinlich nichts mehr werden, das wird sonst zu eng. Von der Zeit her, würde ich jetzt mal sagen, Crew. So, ich lade dich mal direkt als Mitarbeiter einstellen, Mitarbeiter in der Nähe, oder Freunde, Spiel auf Arbeitssuche, Freunde, du bist ja unter Freunde, also müsstest du jetzt eine Einladung bekommen haben, ne? Wie kommt man denn hier aus dem...
So, komm mal Richtung mein U-Boot schon mal. Da kannst du ja von oben mal raufkommen. Ich komme ja hier nicht aus dem Club bei Matratze raus. Ich finde den Ausgang nicht. Ja, ich habe auch erstmal gesucht den Ausgang, ganz ehrlich. Ich muss den auch erstmal suchen. Ich glaube, da bist du nicht der Einzige, der suchen musste. Snacks, du bist auf jeden Fall gerne auch willkommen. Ich kenne dich auch schon eine Weile. Von daher ist völlig in Ordnung. Marc, also ich kann höchstens bis 20 vor, ne? Dann ist für mich heute auch platt, also Game Over. Weil ich anschließend eine Videokonferenz habe und die geht dann absolut vor heute. Weil heute ist, glaube ich, das letzte Mal für dieses Jahr. Ich hab, weiß es, glaube ich, jetzt mindestens mal. Dann warten wir noch auf Marc, würde ich sagen, ne? Weil dann braucht der Marc sich das U-Boot nicht direkt zu kaufen. Ich weiß gar nicht, ob er es auch schon geholt hat. Das weiß ich jetzt nicht. Marc, ich mache dir schon mal Party-Einladung fertig und dann hole ich dich schon mal an Bord, ne? Vielleicht kriegen wir gleich drei Fahrzeuge hin. Ich glaube zwar nicht dran, aber ja, mal schauen. So, Spiel hinzufügen. Ich bin im Boot drin, genau. Ich lade auch den Marc nochmal als Party ein. Weil er ist ja auch gerade online. Achtung, oben auf dem Deck müsste noch von mir im Uheli stehen. Ich weiß gar nicht, ob er noch da ist. Achso, nee, oben auf dem U-Boot müsste vielleicht noch mein Kampfhubschrauber stehen. Ja, macht ja nichts, dann da passen bestimmt zwei drauf. Kannst du mit dem U-Boot auch abtauchen? Wahrscheinlich nicht. Doch, kann ich. Echt? Ja, sicher. Leute, ja, mit dem großen Schiff kannst du auch nicht rumfahren mit der Superjacht. Ja, okay, so. Auf, dann sag mal, wenn du in der Nähe bist, ja? Bitte sagen, wenn du in der Nähe bist und du mich dann siehst und mal schauen. So. Leute, ja, er möchte was sehen vom U-Boot. Wir zeigen Ihnen jetzt mal was ganz Interessantes, Leute. Und die Lenkraketen kannst du vermutlich auch manuell abschießen, gell? Das ja. Wie du gerade willst. Ja, aber ich weiß, das haben wir bisher nicht gemacht. Ach, so, nach oben. Wo bist du denn gerade? Ich bin in der Stadt, ich komme zu dir rüber. Ja, da komm, such. Vielleicht siehst du mich ja. Die Lenkraketen sind ja dann oberirdisch, weil unten sind das ja Torpedos normalerweise ja. Unter Wasser. So, dann bitte ich dich, mich jetzt mal zu finden. Mhm. Ah, ich steige automatisch wieder auf, ne? Schade. Echt? Naja, wenn ich loslasse, steige ich automatisch gefühlt wieder auf. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, wohin ich fahre. Boah, du siehst gefühlt unter Wasser gar nichts. Ach, du kannst das Ding auch noch steuern, wie du willst. Ja, ich dachte, das wäre wieder so ein Objekt für die Superjacht, weißt du? Nee, deswegen, ich hab das ja, bist du gerade in meiner Nähe? Ich bin jetzt über dir, ja. Okay, komm rauf. Da sieht man ein großes weißes Objekt, kann das sein? Ja, genau. Das taucht auf jeden Fall gleich wieder auf, oben, ne? So, ich muss gedrückt halten, dann kann ich wieder aufsteigen. Weil ich bin jetzt gerade am Steigen. Tiefe noch 60 Meter bin ich wieder oben. 59, ja, noch 50 Meter ungefähr. Dann bin ich oben. Moin, Marc. Boah, hat die dich getroffen? Keine Ahnung. Aber kaputt gehen kann es nicht, ne? Doch, ich habe mittlerweile gehört, ich kann, wenn ich ein paar Mal getroffen werde, gehe ich auch unter. Ja, Marc, ich habe mich schon begrüßt. Hallo, Marc. Ja. So, jetzt weiß ich gar nicht, habe ich jetzt meinen Heli zerstört? Ja, der ist oben nicht mehr drauf. Ja, ich bin getaucht, ich Esel. Kommst du da jetzt rein? Du musst einmal nach vorne gehen und da ist eine Tür. Nach vorne. Ganz nach vorne. Ich glaube, ich laufe gerade nach hinten. Ja, ich laufe gerade nach hinten, oder? Nee, du musst auf jeden Fall zum. Wo deine Heli hingucken, die Richtung musst du hinlaufen. Das ist ja mal dumm gemacht. So, dann gehe ich mal hier weg von der Konsole. Also runter von mal aufstehen.
Marc, bist du schon im Spiel drinne? Okay, dann sag Bescheid, wenn du da bist, dann können wir meine Mission zusammen starten. Cool. Genau. Wenn das U-Boot, müsste dir sehr bekannt vorkommen. Ja. Ja, genau. Aber trotzdem komme ich hier nicht komplett zurecht. Ey. Ich muss mal erstmal die Wege. Aber so kannst du das Bogdan-Problem wirklich auswendig lernen, die Wege. Ayo, die Lenkraketen sind ja richtig geil. Ja, ich aber nicht, Marc. Ich aber nicht, weil das ging mir, dass dieses. Hör mal, auf was hast du gerade geschossen? Auf den Buzzard-Kampfheli, den ich mir geholt hatte. Ja, jetzt hast du eigentlich einen Stern, aber jetzt gerade hier. Na und? Hauch einfach ab. Ja, bei einem Stern ist passiert noch nichts, deswegen ja, aber trotzdem. Kann ich das Ding mal fahren? Ja, nur es ist noch leicht verbuggt, finde ich, ne? Wenn du irgendwo leicht auf Grund läufst, dann geht gar nichts mehr. Dann kannst du auch nicht mal hier Missionen mehr starten, habe ich so einen Eindruck. Dann setz dich mal hier hin. Torpedos kannst du noch abdrücken. Naja, aber die machen nicht wirklich Sinn, die Torpedos, ne? Drückt, um aufzusteigen, was zu sinken, was ist Dreieck? Was? Ach, um zu beenden die Fahrt, okay. So, ich nehme mal die Lenkraketen. Ich nehme Lenkraketen. Ach, du bist schon am Tauchen, ne? Nee. Ach nee, kann mal, Alter. Ich mache jetzt was ganz Gemeines. Ich habe Lenkraketen genommen. Endlich habe ich auch die Lenkraketen. Das U-Boot ist am Qualm, ne? Warum? Ich weiß nicht, das war am Qualm eben. Ich habe irgendwas in Luft gejagt, Leute. Also, die Lenkraketen kann ich in einer Minute benutzen. Sehr schön. Wie tauche ich ab? Mit Kreis oder mit Viereck? Mit X tauchst du ab und mit Viereck gehst du wieder hoch. So, jetzt muss ich mal gucken, wenn Marc da ist. So, wenn Marc in der Lobby ist, dann laden wir den mit zur Crew ein und dann können wir eine Mission starten, noch eine. Und dann müssen wir schon wieder, muss ich leider wieder raus. Marc, sag Bescheid, wenn du drinne bist, ne? Dann müsstest du der Freundesitzung beitreten dann. Marc, ich bin gerade im Livestream, kannst du Freundesitzung beitreten? Dann müsstest du eigentlich bei mir reinspawnen. Hier, Buschel am Salat ist auch so beigetreten, gerade eben. Da krabbelt. Krabbelt? Ja, viele sagen auch Rapid. Rapid. Ja, muss ich nur merken, sei mir nicht böse, wenn ich es mal vergesse. Das mache ich mal mit Bamil so leider. Aber ich müsste mir so eine Liste hier einführen, mal anfangen und ja neben den Rechner setzen, ne? Weil wenn gerade im Livestream drin ist, Marc, und dann jedes Mal ins Menü rein muss, um Leute zu suchen, und wenn wir einzuladen, ist manchmal ein bisschen schwierig. Ja, also wenn man bei dir aufs Profil geht, steht sowieso noch da, du wolltest LS streamen. Steht da noch drin? Ja. Oh. Oh, muss ich doch irgendwie raus und dann dich reinholen. Ach nee, Marc, ey, ist doch. Ja, du bist ja gar nicht mehr an Land. Ne, wo bist denn du jetzt? Hä? Ich bin gerade in einen Raum reingegangen. Weil ich musste Marc jetzt raussuchen erstmal, sonst kommt er hier nicht rein anscheinend. Der Marc braucht extra eine Einladung. Spielanladung deaktiviert. Ja, aktiviere ich das Ganze mal. Du kannst die Spiele erst dann einladen, wenn du beide Einführungen zu GTA Online abgeschlossen hast. Was für eine Einführung denn? Muss ich jetzt eine Einführung wieder machen oder was? Warte mal, ist der Marc in GTA drin? So, ja. Und du bist nicht bei uns in der Lobby. Oh. Ja, warte, dann mach ich mich jetzt mal sichtbar. Und ich lade ihn ein, oder? Einen Moment. Ich verstehe das nicht. Ja, bei GTA brauchst du kein Verständnis, sondern Geduld. Ja, das ist das Entscheidende, ne? Aber was für eine Einführung soll ich machen, ey? Also
Also bei mir steht, Governor Dixon würde GTA V spielen, nicht GTA Online. Nothing like a busy day at the office, huh, Captain? Bist du im Online-Modus drin? Ah, deswegen geht auch bei der Einladung noch nicht raus. Ja, du musst in den Online-Modus, da kriegst du eine Videosequenz, die musst du dir angucken. Ja, genau, und dann kann ich dir quasi das reinholen. Genau. Das mag, wenn du das U-Boot komplett ausstattest, ne, ungefähr knapp 9 Millionen. Ist aber alles finanziell machbar, ne, muss man auch sagen. Ja, du brauchst aber es nicht komplett ausstatten, die reicht schon, die Grundausstattung reicht völlig aus. Ne? Es gibt da einige kleine Probleme. Bei dir gerade? Beim U-Boot, ja. Was hast du für ein Problem? Bist du bei mir hinterher? Ich bin gerade genau hinter dir. Okay. Hast du ein U-Boot versenkt? Nicht ganz. Festgefahren. Ich glaube, er hat mein U-Boot festgefahren, Freunde. Das U-Boot ist... Wenn du mit dem U-Boot an Land fährst, kriegst du einen Stern. Da rufst du Lester an, geht der Stern nicht weg. Und ich hänge an... Ja, am Strand quasi fest. Ja, ich guck gerade mal. Oh! Es bewegt sich. Ha, Bitches. Mach ich mal vom Acker. Ich hab, glaube ich, ein paar Lenkraketen gerade abgelenkt. Ja, warte, ich kann auch Torpedos. Alter! Das wäre auch mein Ziel. War doch nur ein scheiß Heli. Da, so, den hole ich. Einen Moment, lass den. Ich hab mir schon längst abgedrückt. Ach Mann. Das ist mir auch ein Heli. Ich kann ihn gerne anlassen, warte mal, müssen wir ein bisschen warten. Bis der nächste kommt. Wir müssen eh auf Land achten, ne? Das soll vor Land nicht abballern hier. Bist du noch am Fahren? Ja klar bin ich schon am Fahren, aber ich kann ja mit den Torpedos da. Da kommt ein Heli? Den du mir jetzt. Ja, ich muss ja erstmal drehen. Bis der Traktor-Ding sich hier mal dreht. Na komm, dreh dich, danke. Ich hab ihn gerade anvisiert schon mal. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich glaub, du sonst muss ich ihn holen. Ja, einen Moment. Oh, der ist ganz schön nah, ne? Ja. Alter, der will dir landen, anscheinend, oder? Nee, der will wahrscheinlich schon seine Leute ablassen. Ja, bevor du ablässt, muss ich ballern, Leute, ne? Aber der ist mir zu nah. Oh, du fährst mit dem Hinterteil am Land, ne? Ich muss jetzt machen, ey, sonst ist er... Ja. Ich muss, weil sonst bist du auf Land gefahren. Scheiße. Da kommt noch eine Heli an. Da sind zwei schon bei uns. Links einer, rechts einer. Links zwei, rechts. Rechts zwei, links einer. Um die Mission zu starten, ja, aber nicht, wenn du bei mir reinkommst. Red noch mit Martin. Du musst in den Club rein und mit Martin reden. Genau. Ja, genau, eine Seite. Den neuen Eingang benutzen, bitte. Weil ansonsten wird das schwierig mit den mitmachen, weil sonst wird die Zeit nachher ziemlich eng. Dann. Ja. Mal Lester anrufen für die Helis wegzumachen, für die Polizei wegzumachen. Jetzt muss ich Lester anrufen und Geld ausgeben, wahrscheinlich $500 oder 5000, egal. Ich habe die ganze Mission dafür nicht, dass ich anrufen kann, ne? Kostenlos. Ja, ich hänge hier fest. Hä, ich habe Bosch ein Problem 1, 2, 3 gespielt, da kannst du den immer kostenlos anrufen. Ja, du kannst anrufen, ich leider nicht. Ne? Das ist ein feiner Unterschied, ne? Ich habe den nicht kostenlos. Wenn du kostenlos hast, ist super für dich, aber ich kann es leider nicht machen, kostenlos. Lester anzurufen, ne? Ich habe ihn eben schon angerufen, ich habe die Zeit ist noch nicht um. Lester da. Ja, in 1,30 kann ich euch anrufen. Ja, kostet mich jetzt $4000 wahrscheinlich, ne?
800, ja, geht ja noch. Okay, my friend. I'll nee. Take care of the LSPD. Tut sich nichts. Ich habe jetzt bezahlt und direkt wieder. Ich habe jetzt 800 bezahlt für Verlauf, für nichts. Und habe direkt wieder vier Steine bleiben. Also ich kann ihn nicht, ich kann ihn nicht anrufen. Geh mal an Steuer. Geh mal an Steuer. Warum soll ich jetzt am Steuer gehen? Also macht jetzt keinen Sinn, ne? Ja doch, ich gehe jetzt raus und schieß mit diesem komischen Pistolen-Ding auf das Dings. So, und ich kann jetzt kämpfen, selbst rausgekommen, ja? Du fährst da rein und ich muss kämpfen dafür, das ist cool. Nee, du musst nur vorwärts fahren, ich schieß von hinten auf das Ding drauf mit diesem Atomizer, vielleicht bringst du was. Ja, ich muss aber erstmal hier rauskommen, hier, ach du Scheiße, wir aufstehen hier. Mann, ja, du fährst das U-Boot aufs Land und ich muss es rauskriegen, ey. Das ist gut. Ich helfe dir doch beim Rausfahren. Ich hab doch gerade dreimal gesagt, ich helfe dir dabei. Ja, du bist da reingefahren, ey. Ja, vor allem ganz ehrlich, wie sollte ich hier rausfahren? Jetzt geht's wieder. Ja, siehste. Aber halt eben nur, weil mich irgendeiner hier... Ja, ich sag doch, ich schieß mit dem Atomizer drauf, dann geht das. Ja, das Problem ist, ich häng mit dem Teil noch ganz schön fest hier, ey. Gut, dass das U-Boot da ein bisschen paar Schüsse mehr aushält, ey. Da bin ich froh drüber. Hat's jetzt geklappt? Ja, ich bin noch nicht ganz weg, ich muss ganz Wasser rein, so jetzt bin ich, jetzt kann ich irgendwann abtauchen. So, warte mal, ja, warte, ich komm mit. Ja, du bist ja im U-Boot drin, oder? Nee, ich muss ja aussteigen, das ist ach so. Ja. Wo bist du denn gerade jetzt genau? Ja, hinter dir im Wasser, du fährst einfach weiter. Ich seh dich gar nicht. Ich bin einfach hinter dir, glaub mir. Na, so 100 Meter vielleicht, noch 200. Kannst ja mal ein bisschen Rückwärtsgang einnehmen, wenn du möchtest. Ja, jetzt komm ich dir näher. Ja, jetzt komm ich dir rasant näher. Hat ein Motor auf dem Rückwärtskranke? Die konzentrieren sich noch auf mich gerade? Ja, die schießen auch auf mich. Also, ach, da bist du gerade. Okay, versuch jetzt mal zu denen zu kommen. Ja. Ah, warte, da kann ich rein. Echt? Ja, da kannst du auch rein. Alter, was geht ab, Leute, hier? Als ob die sich bewegen lässt mit dem Atom. Bist du drin? Mhm. Da können wir Gas geben. Das ist genau das gleiche U-Boot. Ich weiß nicht, wo ich jetzt zu dir komme, ob ich ganz nach oben gehen muss oder. Ja, ich muss erstmal abtauchen. Nee, hier ist ein Heli-Landeplatz. Ich weiß gar nicht, wer taucht da jetzt runter. 30 Meter, wir gehen auf jeden Fall runter. Auf 40 Meter schon mal runter. So, Sterne sind weg, ne? Alles klar, weil die Bullen keinen tauchen können. Ja, weil wir so auch nicht sehen können. So, ich gehe jetzt rauf. 29, 27. Nee, bleib mal unter Wasser. Ich wollte dann noch eine Sache ausprobieren vielleicht. Aber ich komme gar nicht mehr zu dir. Wo ist denn der scheiß Kontrollraum jetzt hier? Jetzt bin ich hier bei deinem Kraken. Also erste und zweite Fahrzeug gefunden. Wie komm ich denn vorne zu dir? Weißt du das? Ich gehe automatisch hoch, ne, wenn ich nichts drücke, ne? Habe ich das Gefühl. Ach nee, ich bleib auf 21 Meter. Also 21 Meter Wassertiefe haben wir jetzt. 20, hätte geht automatisch hoch, ganz, ganz langsam. Oh, hier liegt Munition rum. Wie komme ich zu dir? Das ist die große Frage. Ja, ich weiß ja nicht gerade, wo du bist. Ich bin bei deinem Kraken und wo dein Heli-Landeplatz ist von drin. Da müsstest du einmal bis zur Mitte und dann müsstest du, glaube ich, weiß gar nicht, links oder nach links. Meine ich jetzt. Weil ich kann es ja nicht gerade sehen, wo du bist. Weil ich bin immer noch vorne am Kompult für zum Fahren, ne? Ey, sonst komm mal. Ja, da muss ich aufstehen. Ja, ich dachte, soll ich jetzt fahren oder soll ich jetzt dir erstmal helfen, da hinzukommen? Du kannst ja Pfeiltaste rechts gedrückt lassen, dann hält er die Höhe und den Kurs. Das Autopilot dann. Ich
Ich schaff hier die ganze Zeit. Also ich bin jetzt, du musst auf jeden Fall mittlere Etage, hört mal. Du musst ganz nach oben sogar. Komplett nach oben. Ich bin ganz oben, da komme ich bei deinem Heli-Landeplatz. Ah, warte mal, hier kann man durchlaufen. Ah, lol. Ich eben gar nicht gesehen, genau. Da bist du ja. Genau, Marc, wie weit bist du? Ah, wird's heute wahrscheinlich nicht mehr, da wird's wahrscheinlich nichts mehr heute. So, bin ich jetzt wieder oben? Ja. Ja, dafür kann ich jetzt nichts. Soll ich wieder tauchen oder was? Wenn du möchtest, ja. Ich wollte mal probieren, ob das mit dem Tauchmann-Panel hat. Ach ja, X. Tauch ruhig noch. Ah. Okay. Unter Wasser kannst du das Teleskop nicht benutzen. Ja, hab ich schon fast gedacht. Und hier ist das Pult, wo du die Mission startest. Ja, aber ich habe gerade eben was festgestellt bei der Mission, ne? Da gibt es eine Tür. Wenn du davor stehst, da fühlt man sich wie so ein kleines Kind. Weil die Tür einfach nur riesig ist. Und selbst die Türklinke ist riesig groß. Ich finde, das ist voll der Fehler im Spiel. Also ein Grafikfehler halt, ne? Aber richtig. Hier im U-Boot eine Tür, oder was? Nein, auf der Insel. Ach, du warst schon auf der Insel gewesen? Ja, sicher. Ich habe ja schon so ein Teil der Vorbereitung gemacht. Die Frage ist ja jetzt, was wir uns gestellt hatten, ist die Insel im Open World jetzt, also in dem Modus, wo wir jetzt sind, auch erreichbar? Jein. Du kommst auf die Insel nur praktisch erstmal über das U-Boot, um eine Mission zu starten. Und dann anschließend, wenn du den kompletten Heist abgeschlossen hast, kommst du nur auf einen Teil der Insel rauf immer. Und zwar über den Flughafen. Die ist nicht so anfliegbar. Ja, okay. Ja, dann lass mal eine Mission starten, bis der Governor, bis der Mark da mal da durch ist, ne? Wird wahrscheinlich die letzte dann sein, dann wird der Mark wahrscheinlich jetzt nicht mitmachen können. Ja, nur ich kann ja mit dem Markt zocken. Ja, genau. Ich kann ja mit dem Markt zocken. Ich hab's mir ja gekauft. Ich weiß nur, wie erreiche ich's? Wer ist das? Weil morgen habe ich auf jeden Fall noch einen Mitspieler. Das ist der, der Snacks. So, aufstehen. Dann kann ich jetzt das Ganze starten. Wir können das gleiche machen wie eben nochmal, ne? Würde ich sagen. Jetzt nochmal. So, Planung. Nee, hol mal, wir wollten ja probieren. Hol mal das mit den Fahrzeugen. Ob mir, wenn wir da zu zweit sind, direkt zwei Fahrzeuge gleichzeitig schon, weißt du? Ausrüstung, Waffen, also meinst du Annäherungsfahrzeuge? Ja, genau. Ja, würde ich dann machen wir mal. Müssten so, ja dann zwei von fünf sein, gell? Der Schwede hier. U-Boot, Flugzeug, Vellum. Okay. Musst du tatsächlich alle einzeln holen. Ja. Komm, wir holen, oh, das erste. Costa. Das U-Boot. Okay, machen wir. Mhm. David hat die Party verlassen. Ja, hab ich schon fast gedacht, dass er David verlassen hat, weil das jetzt sonst zu eng. Er hätte ja mitmachen können. Sag ihm, er kann bei mir mitmachen mit dem David. Mit dem Mark. David hatte nicht auf seiner Liste. Weil ich spiel. Ja in der Party bleiben. Ach nee, warte, der David, das war der Minderjährige. Genau, das ist der kein 18 ist. Erik, mir geht's relativ gerade gut, nur seid ein bisschen spät dran, würde ich sagen. Ich bin ja schon früher gestartet. Wir müssen das eventuell morgen machen. Dann habe ich auf jeden Fall ein paar Mitspieler mehr in der Crew drin. Ich denke mal, da kann man es noch besser schaffen sogar. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile man hier teilnehmen kann. So, wir müssen auf jeden Fall nach oben. Ach so. Wir müssen mit dem U-Boot jetzt, glaube ich, sogar fahren. Ne? Ich weiß gar nicht, wo ist mein Heli? Ach, mein Heli ist gar nicht hier, ne? Ne. Ach nein. Aber das U-Boot ist da. Ja. Guck mal, wir fahren mit dem U-Boot mal eben zum Land, ja? Mit dem Großen oder mit dem Kleinen jetzt? Mit dem Großen jetzt. Wir müssen nur ein bisschen heranfahren dann. Und da müssen wir auch gucken, wie wir da hinkommen. So, müssen wir jetzt so ein bisschen spuken, ne? So
Soll mal einer sagen, die hätten im Weltkrieg keinen Platz in den U-Booten gehabt? Hier ist doch riesen viel Platz. Okay, das kannst du nicht vergleichen, ich weiß. Ich glaube, ich habe mich festgehört. Ne, ich kann U-Boot gar nicht fahren, scheiße. Oh. Dann müssen wir mit dem Kraken los. Müssen wir jetzt sogar. Ja, es hält, mein Heli steht auch jetzt irgendwo anders. Der kommt nicht, der geht nicht allein zurück an Bord, das ist schade. Kannst du den nicht zurückordern? Irgendwie nicht. Rufen wir mal das Mittel an, vielleicht geht das ja. Ja, komm, lass das U-Boot nehmen, dann ist es auch okay, passt schon. Ja, ich weiß nicht, ob in das U-Boot zwei Leute reinpassen. Müssten, aber. Ja, aber bin ich jetzt hier verlaufen hier, ey? In den gelben Karten passt nämlich nur einer rein. Bist du jetzt im Club drin? Da müsstest du das U-Boot erst kaufen. Du musst ein U-Boot kaufen, genau. Nee, für das selbst zu starten muss es kaufen, aber für hier Dings zu sein? Nee, um teilzunehmen nicht. Teilzunehmen? Ja. So. Ich hoffe, wir sind nicht auf Grund gelaufen. Nee, sind wir nicht, Gott sei Dank. Ey. Warte, bei Videosequenz hast du gehabt, gell? Bist du danach noch mal in den Club gegangen und hast mit Martin Matratze geredet? Mach das mal. Das müsst ihr auf jeden Fall machen, weil erst dann kein U-Boot kaufen. Der Club ist beim Casino und da wird dir ein M angezeigt. Da läufst du einfach zu dem M, redest mit dem und dann kannst du es kaufen. Da müsstest du, glaube ich, auch beitreten können, ohne es zu kaufen. So, du hast schon mit ihm geredet. Oh. Ja, also ich kam in GTA Online rein, da hatte ich eine Videosequenz und dann musste ich in den Club gehen und mit Martin Matratze reden. Genau. Muss ich auch. Nein. Ja, Martin ist dieser alte Sack doch. Ja, aber... Das war aber ein grünes M, gell? Ja, und dann konnte der Dings mich schon in seinen CEO einladen. Wir gucken ja gleich. Wir machen gerade genau. Mission hier. Ja, das ist ein bisschen leicht verwirrend. Das U-Boot ist verhältnismäßig günstig, wenn du mal siehst, was halt alles kann, gell? Ja, ne? Ich habe gerade mal alles ausprobiert. Hat der auch Raketen? Kann nichts machen. Morgen, David. Oder ist der Zuschauer reingekommen? Er geht einfach raus aus meinem U-Boot. Ich verstehe das nicht. Halt mal an. Ich halt mal an. Kann ich da jetzt einsteigen? Ich konnte ja auch aussteigen. Das wird schwierig unter Wasser einsteigen, oder? Weiß nicht, ich konnte ja auch aussteigen. Rockstar Games, ich muss jetzt mal eine kleine Logik feststellen. Also, die Tür ist ja draußen und wenn ich jetzt so eine Tür aufmache, lieber Rockstar Games, was passiert dann in der Regelfall? Also, allein jetzt mal von der Verständnis her, aber kommt da nicht nur ein Mensch mit rein, kommt da ja Wasser mit rein in mein U-Boot? Also, Entschuldigung, aber die Logik jetzt, die ist für mich nicht nachvollziehbar. Aber ist Rockstar Games, ne? Da darf man sich echt nicht wundern, Leute. Absolut nicht. Die Logik ist ja schon sehr, sehr logisch, ne? So, jetzt können wir aussteigen. Ja, guck mal, ich schwimme sogar oben richtig hier. Ist sehr nice. Jetzt müssen wir uns ein Auto erstmal organisieren. Testgelände müssen wir nachher. Oh, dann holen wir uns besser ein Heli. Hol dein CEO-Heli. Kannst du anfordern. Fahrzeuge. Oder, also scheiß Der Akula kann ich gerade nicht holen, warum auch immer. Der müsste auch irgendwo noch stehen, ey, kacke. F1 Hunter, komm, ich nehme auf F1 Hunter. Ach so, nee, hoffe, du hättest ja auf den CEO reingehen können und den Buzzard Kampfheli holen können. Und jetzt frage ich, wenn er spawnt. Also hier ist der Heli, ich hab den jetzt mal angefordert. Ja, nehmen wir den. Und der Hunter, der ist auch gespawnt, auf dem Parkplatz steht der. Ach da, komm immer den jetzt hier, komm, du fliegst an. Ja klar, ich setze mich direkt hinten an, ist ja super, Leute. Ne, für mich war der Heli jetzt näher, eine Heli, ne? Ich kann auch gerade zu dem anderen rüberfliegen, ne? Ah, jetzt brauchst du nicht, komm, flieg los.
Sonst kommen wir gar nicht von den Statten. David, da bin ich schon fast wieder offline, weil ich um Videokonferenz dabei habe, auch nach 19 Uhr. Das wird dann sonst zu eng, weil ein paar Minuten, dann lohnt sich nicht mehr. Kommst du überhaupt danach nochmal oder bleibst du dann? Das weiß ich nicht, weil ich weiß, wie lange es heute geht, weil heute ist das letzte Mal vor Weihnachten. Und dann wahrscheinlich erst wieder nächstes Jahr, im neuen Jahr erst wieder. Aber du hast doch frei, oder nicht? Ja, aber ich kann es trotzdem nicht garantieren, dass ich dann nochmal reinkomme, weil ich weiß nicht, wie lange es geht heute. Da ist halt das Schwierige, ne? Und ich will ja morgen früh noch kurz wohin gehen, auf jeden Fall. Morgen ganz früh. Wohin denn? Ne, ich bin krankgeschrieben bis zum 23. Ne, und zum Arzt muss ich ja morgen früh nicht hin. Ne, ich möchte morgen früh noch Kleinigkeit einkaufen gehen, ganz früh, wenn die Läden gerade aufmachen. Dann will ich vor dem Laden stehen. Ja, dann hast du auf jeden Fall nicht so viele Leute da. Deswegen will ich da morgen früh aufstehen, ich muss sowieso morgens um 5:30 die Tabletten nehmen, weil ich habe mich so dran gewöhnt mit dem 5:30 und ich muss diese Zeit immer bleiben. Ne, weil es ist nicht gut, wenn ich Tabletten zu unregelmäßigen Zeiten einnehme. Das ist nicht gut, Leute. Ja, da soll Frühstück stattfinden. Ich war jetzt bei der Besprechung halt nicht dabei, weil ich ja schon da krank geschrieben war, ne? Ich soll mein eigenes Frühstück mitbringen, ob ich jetzt Geld wieder bekomme, glaube ich nicht, aber ist mir auch egal relativ, ne? Weil ich muss mein eigenes Frühstück mitbringen, ne? Weil sonst kann ich halt zugucken. Ich werde wahrscheinlich hingehen zum Frühstück, aber mehr auch nicht, ne? Der Rest ist mir egal. Und ich werde zwischen 24., 25. und 26. nicht streamen oder zocken können. Nur damit ihr Bescheid wisst, ne? Weil dann geht die Familie für mich dann absolut vor, an diesen 3 Tagen, ne? Wer es nicht versteht, der tut mir leid. Muss ich jetzt so sagen, ne? Sag mal, wo haben die ihr Testgelände? Die haben doch überall. Ach, das ist die Insel, ne? Kann das echt? Ne, das ist hier vorne direkt. Ja, es ist doch eine Insel. Ja. Ja, jetzt sind wir gerade schon mitten in der Mission drin. Das ist jetzt ein bisschen schwierig gerade. Controller repariert. Über den Ausschnitt Testfahrzeug. Kannst du Digi eine Membrane einfach. Ballast wird schon drauf? Ja. Okay. Ich sehe auf jeden Fall einen roten Feindessymbol, sehe ich da schon. Ja. Wir müssen unter Wasser suchen, sprich wir bräuchten den Kraken oder sowas. Hast du einen Tauchanzug? Ne, den haben wir beide abgelegt. Oh. Bist du rausgesprungen gerade? Ja, bin ich. Meiner hat seine Tauchausrüstung abgelegt, wo wir eben an Land gegangen sind. Runterspringen und du kriegst 9. Sicher. Ja. Der bleibt. Siehst du? So, ich bin jetzt über ein U-Boot, weil das U-Boot schießt ja schon auf dich, wenn du Heli drinne bleibst. Nö. Das hat auf mich so, jetzt muss ich nur jetzt einen Eingang hier finden. Alter, was ist los? Da das Gelbe. Ich tauche gerade ohne Tauchanzug irgendwie. Ich hab meinen Tauchanzug nämlich um. Ja, ich nicht. Ich hab meine normalen Klamotten. Betritt das U-Boot? Hier ist doch Geld. Achso, bei mir ist Box wieder voll rum. Ja, bei mir gerade auch, weil kommen wir vom U-Boot wieder weiter weg jetzt hier. Ach, Leute, ich möchte ins U-Boot rein. Ich bin drin. Ach, oben ist das. Ja, oben drauf, Kreis. Ne? Ja, oben drauf ist der gelbe Kreis, ne? Jetzt bin ich auch drin. Oben war, überall gesucht, noch nicht da, wo hin sollen. David, siehst du gerade schon im Livestream, was wir machen? Achtung, du wirst auf jeden Fall gleich angegriffen. Nothing on the sonar, which is just what we want, of course. The deflector will be a small box with switches and antenna and so on. Ah, du hast ein Gefecht, Leute. Ich bin tot. Da hat noch einer. Den habe ich nicht gesehen, Leute. Scheiße. Du wirst auf jeden Fall nochmal reinkommen, oder? Ja, sicher komme ich nochmal rein, also. Und ich weiß jetzt allerdings auch jetzt, wo ich hin muss sofort. Wo müssen wir hin?
Ich bin jetzt aus dem U-Boot wieder, aber ich bin gleich auf dem Weg wieder rein. Ah, warte mal, wir müssen zu den Fahrzeugen hingehen. Betritt das U-Boot, steht hier bei mir. Ach nee, wir haben ja ausgewählt, wir wollten, ja, ich weiß, wo wir hin müssen. Ich glaube, wir müssen oben in die Zentrale rein. Wir müssen auf jeden Fall erstmal alle platt machen, wir müssen auch einen Störsender, weil, meine ich, irgendwie abschalten, keine Ahnung. Hier ist U-Boot verlassen. Wo sind? Der Typ hat mich gerade platt gemacht hier. Der hat mich gerade, wegen dem war ich jetzt gerade safe hier. War ich safe, ne? Hey, die geben nur Einzelschüsse, was ist mit denen? Achtung, ich hab die Gasleitung angeschossen. Ja, da haben ein paar mehr Schüsse ab. Hier ist doch irgendwas mit Sonar normalerweise. Ne, wir müssen erstmal, das müssen wir woanders finden. Das ist woanders. Was war hier? Oh, hier steht mal zur Abwechslung keiner. Deswegen gehe ich hier mit angezogener Waffe halt. Es müsste sogar ein Hund hier sogar an Bord sein, hier sogar ein Hund. Bist du tot? Ich hab's gefunden. Ja, Treppe runter direkt. Rechts steht einer. So, der ist safe. Da hab ich auch die Tasche gefunden. Ja, die ist aber unten. Da müssen wir dran. Da ist noch irgendwo einer irgendwo. Wolltest du gerade auf mich warten? Ja, kann ich machen. Bin im U-Boot drin. Komm jetzt zu dir. Brücke vor. So, lol, man kann ja atmen. So, ist nämlich schon viel besser. Ich kann ja auswählen, ob ich einen Stehle halt den Sonarzerstörer. Wir müssen stehle den Sonarzerstörer. Sonarstörer? Ja, den müssen wir auf. So, ja. Ja, Störsender. Sonarstörsender. Nee, jetzt haben wir beide falsch gesagt, okay. Alter, der Koch läuft mit dem Messer hier rum. Achtung! Ich will mir gerade in Deckung gehen, damit ich besser schießen kann und du schiebst ja, mich wieder nach vorne. Oh, ich kann irgendwie auch nicht durch. Ich hab grad vorhin gebaut. Ey, ich fuck euch gleich alle ab. Ja, müsst ihr eh alle hier, alle platt machen. Leute, der macht da hier so ein Tempo rein hier. Das ist sagenhaft hier. Ich guck gerade nur noch und sehe einen Herzenhilfe-Koffer da liegen. So, den müssen wir auf jeden Fall nehmen. Kann ich jetzt nur nehmen. Stille den Störsender haben wir schon, sehr gut. So, du hast den Störsender eingesammelt. Hey, mal, ich hab den doch aufgenommen. Ja, ich hab doch nichts gesagt. Ich hab gesagt, wir haben den Störsender aufgenommen. Ne, da stand. Ja, aber guck mal, ich geh hin und drück Pfeiltaste rechts und was passiert? Du bekommst den. Ja, ich kann doch nichts dafür. Ja, nee, hat ja keiner gesagt. Ich hab dir nur hey gesagt. Warum hast du den jetzt? Weil ich habe gesagt, wir haben ihn eingesammelt. Ich habe keinen mitbekommen, was da. Ich habe das schon eingesammelt. Ja, da stand, Palmal hat den eingesammelt. Ja, kurios. Bei dir wird auch die Tasche angezeigt, obwohl ich den. Ja, keine Ahnung. Ja, vielleicht, weil ich daneben stand, wahrscheinlich. Dann kann das nur der einsammeln, der das U-Boot, der gestartet hat. Ich habe keine Ahnung, ob ich das selber einsammeln muss immer. Rockstar, Scheiße. Das ist Rockstar Games Logik. Das ist, muss man nicht verstehen, oder? So, verlasse das U-Boot. Okay, machen wir mal. So, muss jetzt hier raus. Am besten hinten wieder, ne? Ja, hinten wird doch ein gelber Punkt angezeigt. Ja, schau mal, bewegt dahin. Und ich konnte mir ein Atemgerät anziehen. Das ist cool. Ja, ich hab Tauchanzug komplett, ne? Immer an. Hoffentlich bin ich richtig hier. Ach so, hier. Ja, U-Boot verlassen. So, jetzt müssen wir irgendwie schon abbauen gleich.
Ja, globales Signal, aber ja. Es ist jetzt egal. Wir müssen tief unter Wasser bleiben, das ist scheiße. Stimmt. Ja, weil da kommt jetzt die Merryweather schon mit ihren Helis. So, was machen wir jetzt? Wir bräuchten unser Fahrzeug. Bringe die Zerständer, wir müssen die Störsender zu meinem U-Boot bringen. Ach du meine Güte. Ja, das wird jetzt brutal, ne? Kannst du den Kraken anfordern, irgendwie? Ich müsste gucken, weil ich bin unter Wasser, wird das schwierig gerade. Ne, ich kann gar nichts anfordern, ich müsste wieder auftauchen. Ich muss auch gucken, irgendwie, gerade wo wir, welche Richtung wir müssen. Selbst das ist gerade ganz schön schwer. Ach, weißt du, wo wir sind? Wir sind am anderen... Ach du Scheiße. Wir sind extrem weit weg, ne? Ja, ich hab da einen anderen Plan jetzt. Welchen? An Land gehen, den Buzzard anfordern, rein und alles wegmachen, was kommt. Bleib du mal noch unter Wasser, gell? Oder du kannst ja schon mal in Richtung Land schwimmen. So, wo ich jetzt gerade hinschwimme. Die haben irgendwas mit der Grafik gemacht, dass der, man hat früher den Regen nicht auf dem Meer gesehen, so. Jetzt sieht man den voll geändert. Ja, wahrscheinlich wegen der PS5. Ist voll geil. Aber die bleiben ja auch bei mir, die Helis, ne? Die sind ja echt recht nice, die sind echt nett zu mir, die bleiben alle bei mir. Pass auf, schwimm du einfach in meine Richtung Land. Naja, ich muss sowieso erstmal hier hochschwimmen. Weil ich bin ja genau vorne Klippe hier. Ja, ich bin auch da. Ja, du bist schon ein ganzes Stück vor mir, würde ich sagen, sogar. Minimal. Aber hier auf der Klippen kannst du sowieso nichts anfeuern. Ich muss ein bisschen mehr ans Festland. Aber die Helis sagen uns ja nicht sehen, sind zwar safe vor denen, ne? Also die sind jetzt auch von mir weiter hinter mir jetzt hier schon. Ich glaube, die suchen mich da hinten am falschen Ort, ne? Ich habe das Gefühl, die kommen sogar nach. Das ist gar nicht so schön, wenn die das machen. Ach, Leute, nein, jetzt bin ich hier am Land. Ja, schmeiß doch die Sauerstoffflasche weg, du Pflaume. Genau, schmeiß doch die Sauerstoffflasche weg, das ist doch total schön. Wenn man die wegschmeißen kann, ne? Die Frage ist, wo taucht dein Heli auf, ne? Ich habe gerade angefordert, er taucht hier nicht auf. Ich versteh's nicht. Ist hier nicht manchmal auch ein Boot hier vorne? Er ist am Festland, ne, er ist hier am Festland. Wir müssen noch ein bisschen schwimmen. Tauch am besten nochmal ab. Ja, ich tauche die ganze Zeit schon. Ich bin nur am Tauchen gerade. Das ist interessant. Deine Schuhe, die leuchten mir den Weg, ne? Das ist richtig krass. Wieso bist du so schnell? Die Flossen sind, machen einen Staucher schneller, ne? Krass. Immer geradeaus? Ja, siehst du den kleinen orangenen Heli nicht? Ach doch, da, jetzt sehe ich ihn auch. Wenn du kein Spielfehler bist, wirst du immer füllen. Das Schöne ist, man kann dieses Heiß wirklich auch im privaten Ruhm machen, ne? Echt? Ja, wir sind ja hier im privaten Ruhm drin, ne? Stimmt, wir sind ja Freundesliste. Genau. Weil ich habe gestern ein Video gesehen, da hat das einem öffentlich gemacht und er wurde ständig die ganze Zeit von irgendwelchen anderen abgeballert die ganze Zeit. Und er konnte sich nicht drauf konzentrieren, das wirklich in Ruhe zu machen, ne? Die kommen näher, scheiße. Warte. Scheiße, ich bin getroffen worden. Ich bin getroffen. Sammeln wir mal Pakete bis dahin. Hab ich. Sehr gut. So, jetzt müssen wir ganz schnell abhauen hier. Ganz schnell, ja, bis der Heli mal gestartet ist. Ne? Ach, ich hasse die Lenkraketen vom Buzzard, die treffen einfach nicht. Ach, ich kann nach hinten sogar nicht schießen, schade. So, Freunde, das war's dann wahrscheinlich nachher. Es war die letzte Mission für heute erstmal. Ich weiß gar nicht, ob noch welche kommen, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Da siehst du ja, kommen, spawnen die nächsten zwei. Einfach geht zum U-Boot hin. Bei mir kannst du eh nicht machen, weil sonst, die kommen jetzt pausenlos. Bis ohne Ende, also unendlich. Das wissen wir ja schon aus der Erfahrung, ne? Da ist lieber einfach nur fahren und fahren, ist dann aber sinnvoller.
Also wenn euch der Livestream gefällt und ihr mehr solche Videos sehen wollt mit den Livestreams, auch wenn man scheitert, ich denke leider keiner was dagegen aktuell, wenn man auch mal einen auf die Mütze kriegt, dass man das auch mal sehen kann im Livestream, weil immer nur Erfolge sehen ist ja auch nicht so der Sinn und Zweck der ganzen Sache. Weil es gibt ja Leute, die wollen dann immer nur, dass man das Gute zeigen soll und nicht, wenn man selber mal stirbt. Das wollen die ja gar nicht sehen, weil dann sind sie sauer. Ne, Marc? Und ich, genau, und deswegen nenne ich auch keinen Namen, weil das wäre dann auch wieder respektlos, jetzt da einen Namen zu nennen. Hast du nicht gerade Marc gesagt? Nein, Marc als Bestätigung, dass er diese Person auch kennt. Da wir beide diese eine Person kennen. Ah, ist das der, von dem du letztes Mal erzählt hast? Genau. Und deren Namen möchte ich jetzt nicht erwähnen, weil das wäre jetzt ein bisschen respektlos. Ne? Und wenn ich im Livestream drinne bin, ne, und dann jemand dazukommen möchte, dann anschließend zu mir sagt, ja, aber ich möchte, dass ein Livestream ich beende, würde ich sagen, nee, dann kannst du eher nicht mitzocken. Weil ich ja schon live drinne bin und du bist dann angekommen später erst. Ne, weiß ich nicht, da macht das keinen Sinn. Ist so was Komisches schon passiert, echt? Ja, sicher. Ne, ich hab auch vorher ganz bewusst gefragt, ob ich streamen kann. Nee, wir müssen das erstmal üben, die Mission, und dann kann man ruhig streamen. Ich möchte nicht, dass Misserfolge gestreamt werden. Ne, das wollte er dann absolut nicht. Zum Beispiel, ne, also. Echt. Ich habe auch ein Video mal hochgeladen, da habe ich ihn versehentlich erschossen, ne? Versehentlich. Ne? Das wollte er, dass ich das Video sogar lösche. Ne? Der hat richtigen Aufstand gemacht. Das bezüglich halt, ne? Aber da habe ich mir auch gedacht, Alter, das ist ein bisschen bitter sowas. Also da habe ich mich echt geärgert. So, jetzt haben wir das U-Boot eigentlich eingenommen, was ich vorher gekauft habe. Ne? Macht jetzt keinen Sinn, aber naja. Ich weiß gar nicht, ob dadurch alles billiger wird. Das U-Boot auf jeden Fall nicht, die Fahrzeuge wahrscheinlich mehr oder weniger. Die schon. Was machst du da? Landet. Ja, aber wie? Guck das mal Livestream nachher mal an, bitte. Wieso denn? Ich bin doch ganz normal gelandet. Ja, aber guck, wenn du Livestream nachher mal reinguckst gleich, ne? Das sieht dann ganz komisch aus. Du bist ein paar Mal durch den Propeller gezwitscht. Lol. Ne? Das sah richtig jetzt lustig aus. Eintreten mit allen Crewmitgliedern. Ja, bitte. Also sowas, Leute, ne? Das ist ja schlimm. Ausrüstungs... Direkt 4 Sterne. Wofür? Keine Ahnung, ich hatte gerade 4 Sterne. Jetzt ja, ich jetzt gerade auch. Wir sind direkt im Maschinenraum bei mir gelandet. Warum? Wenn wir den Eingang vom Maschinenraum gewählt haben. Ja, stimmt. Ist auf jeden Fall eine gute Aussage, ne? Jetzt laufen wir rund. Ja, komm mit. Wir müssen nach oben, nicht nach unten, wir Deppen. Auf zum unsichtbaren Bootsmobil. Ja. Den Tarnmodus. Den Tarnmodus gibt's auch schon. Mein Heli ist wieder da? Ja. Oh, ich muss erstmal hier hoch, dann rüber. So, ich bin aber erstmal unten beim U-Boot. So, und bei der weiteren Mission können wir jetzt nicht mehr starten, leider. Weil das, von der Zeit reicht das nicht mehr. Leider, ne? Das heißt, könnt ihr beide gleich ein bisschen zocken noch, ne? Hast du überhaupt Geld bekommen dafür? Jetzt? Ich hab nicht geguckt. Ich mich auch nicht.
wahrscheinlich bekommst du erstmal gar nichts, bevor du die ganzen Vorbereitungen abgeschlossen hast. Ich glaube, hinterher gibt es erst was. Würde ich jetzt sagen, ne? Ja, aber ich habe jetzt hier nichts mit Geld gelesen, Marc. Das ist es ja. Ne, ich habe jetzt hier gar nichts gelesen. Und vor allem, wir haben jetzt Ausrüstungsfahrzeuge 1 von 5. Du hast endliche Vorbereitungen hier zu machen. Das sind ja schon alleine 12 Missionen, alleine nur wegen Beschaffungsmaßnahmen, ne? 12 Stück. Hier hast du Schneidelandung, sonstiges. Also hier hast du noch einiges, Klongerät und. So, ich gehe mal eben auf Toilette und mir mein Essen in den Backofen reinschieben. Ja gut, ich sag dann bis später, sag ich schon mal, weil wenn du da bist, bin ich wahrscheinlich schon offen. Ja. Ne? Aber da kann ich mit Marc jetzt hocken. Ist ja kein Problem. Mach ich jetzt auch. Dann freut er sich auf jeden Fall auch. Bis gleich, Marc, ja. Also, liebe Zuschauer, ich werde mich von euch verabschieden aus dem Livestreaming mal. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, fürs Daumen nach oben lassen auch. Ja, und vielleicht melde ich mich heute Abend. Ich habe noch keine Ahnung, Leute, ob es von der Zeit her passt oder nicht passt. So, ich komme aus dem Mut mal raus jetzt hier. So, und werde den Livestream auch verlassen, Leute. Ich sage bis bald und ciao, Leute.